Es gibt da draußen tatsächlich noch Leute, die noch kein Ticket zur Studioszene haben, Klaus. Kannst du dir das Skandal. vorstellen? Wer tut sowas? Ja, das Das ist ja verstehe ich auch irgendwie wie nicht. Hundewelpen ertränken, oder? Ja, fast. Also ihr müsst da draußen das unbedingt nachholen, weil es gibt aktuell noch das Early Bird Ticket für 149 Euro, mit dem ihr Zugang zu allen Masterclasses, allen Workshops und auch zu dem gesamten Programm der Studioszene an 2 Tagen habt. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz der Hinweis, nur weil aktuell keine Menschen oder keine 50.000 Menschen im Rhein-Energiestadion erlaubt sind oder vielleicht auch gar keine im Moment in der Bundesliga, heißt das nicht, dass keine Events stattfinden. Das Ich habe immer so stimmt. das Gefühl, wenn keine Bundesliga ist, dann denken die Leute, es gibt gar keine Events, ne? Oder beziehungsweise keine Leute ins Stadion dürfen. Aber es finden Events statt, aktuell auch in Mannheim im Rosengarten, also dort, wo auch die Studioszene stattfinden wird. Und dort herrscht aktuell natürlich ein Hygienekonzept mit 2G Plus. Und das mit dem Tragen von einer FFP2-Maske. Ist jetzt nicht so sexy, ist auch ein bisschen, Macht nichts. aber es finden Events statt. Ich habe das Gefühl, es sind alle in so einer lethargischen Bequemlichkeit. Das Kennst du das? Kannst stimmt, du das ich jetzt? auch. Ja? Ja. Ja, aber ich glaube, wir müssen einfach mal alle wieder raus aus unserer Komfortzone und da rein Oh zur ja. Studioszene, nochmal Menschen treffen. Ne? Ich leide echt gerade so ein bisschen unterm Corona-Blues, würde ich es jetzt fast mal nennen. Ich muss einfach raus und vielleicht tut ihr euch mit ein paar Leuten zusammen und macht da so einen Kegeltrip zur Studioszene. Ne? Ich Das meine, wäre geil. So mit so einem Reisebus dann vorgefahren kommen, ne? ja, das wäre eigentlich geil, dass wir dann so einen Bus chartern oder sowas, ne? So ein Busunternehmen, der dann die Leute zu, das dann die Leute zu der Studioszene karrt. Man kommt aber auch ganz gut über die Autobahn nach Mannheim. Mit der Tatsächlich. Bahn. Mit der Bahn kommt man auch ganz gut hin. Oder mit dem Flugzeug nach Frankfurt geht auch. Oder mit dem Boot über den Rhein. Ne? Wie ist mit Privathelikopter? Geht das auch, oder? Ich habe jetzt gesehen, in der Slowakei wurde ein Flugauto jetzt zugelassen. Offen für den Was? Flugverkehr freigegeben. Ja, mega krass. Ich hätte Müsst ihr mal gedacht, googeln. Amazon kommt als erstes mit sowas um die Ecke, aber nee. Naja, auf jeden Naja, Fall lasst gibt uns es mal auch überraschen. nicht. Gott sei Dank nicht nur uns auf der Studioszene zu sehen, sondern auch Ralf Christian Meyer, der Mark Forster gemischt hat, oder Moses Schneider natürlich, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Fährlage, Christoph Aßmann, die Jungs von 2, Roy Recklies und viele, viele weitere. Das Programm wird regelmäßig geupdatet. Einfach mal auf der Studioszene-Seite gucken unter Programm. Ich habe da jetzt sogar auch Platzhalter eingebunden für die Slots, die noch nicht vergeben sind, damit auch jeder weiß, hey, es findet ein Programm statt und das ist auch bis jetzt schon richtig geil. Und wird halt noch geiler, genau. Also Tickets findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes und auf studioszene.de/tickets. Ja, Jo. Chauncey Beau hat das gerade nochmal auf den Punkt gebracht. Ne? Bus fährt vor, Tür öffnet sich, 5 Dutzend Bierdosen rollen auf den Bürgersteig. Ein Traum. So habe ich mir das Genau. vorgestellt. Genau so. Ja, wir brauchen eine Studioszene Bier. So, müssen wir da irgendwie an den Wir Start brauchen, kriegen. erstmal müssen wir die Tassen und die Pullis und die T-Shirts, die müssen wir am Start haben, regelmäßig. Und dann kommt Die das zwei. Bier. Und wobei, nee, zuerst kommt das Bier. Dann kommt der Genau. Rest. Bevor wir jetzt den Podcast endlich starten, unseren Gast nicht länger warten lassen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr diese Episode unbedingt bis zum Ende hören müsst. Also müsst ihr sowieso. Aber in dieser Episode gibt es am Ende eine exklusive Lesung von mir. Ja, dranbleiben, das wird spannend. Es lohnt sich, sage ich Ja, euch. und es ist auch nicht so, dass wenn der Gast verabschiedet wird, dann ist das hier noch nicht vorbei, weil dann, man sieht dann so im Zuschaueranzahl, das droppt dann immer direkt so um die Hälfte. Da haben viele was verpasst, also es Nicht geht noch immer. weiter danach. Nicht immer, aber fast Genau. immer. Nur weil, nicht, weil wir Tschüss sagen, sind wir weg, genau. Aber Ja. jetzt sagen wir erstmal Hallo. Sound Recording Podcast, Ausgabe 99. 99. 99, Verdammte müssen wir Axt. uns auf der Zunge zergehen lassen. Hallo auch in dieser Woche wieder an alle da draußen, die live dabei sind und an diejenigen, die uns über alle möglichen Podcatcher hören. Ich spreche wie immer mit meinem netten Kollegen Klaus Beetz. Ich spreche mit dem schönsten Chefredakteur der Welt, Marc Bohn. Du musst dir echt mal was anderes überlegen, aber Ja, aber egal. ich finde, das ist so catchy. Okay, aber wir begrüßen heute den Rechtsanwalt Alexander Späth bei uns im Podcast. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Schön, dass ich Moin hier sein darf. Alex. Moin. Alexander, du bist Rechtsanwalt, Partner der Kanzlei
Kleiner in Düsseldorf und wir sprechen heute mit dir über das Thema Urheberrecht. Und wenn ihr da draußen Fragen an Alexander habt, dann könnt ihr die natürlich auch wie immer über die Kommentarfunktion stellen. Aber Alexander, lass uns doch erstmal bei dir beginnen und deinen musikalischen Background. Erzähl doch mal, wie hast du angefangen, Musik zu machen und wie ging es dann weiter? Und wie wurdest du dann Rechtsanwalt? Wie konnte das passieren, meinst du? Genau, wie konnte das passieren? Du bist ja vorweg, du bist der allererste Gast, der sich dann doch wirklich dazu entschieden hat, was richtig Vernünftiges zu machen. Mhm. Ja, stimmt. Ja, der eine sagt so, der andere so. Aber gestartet bin ich eigentlich eher in der Musik als in der Juristerei. Das ist ja nicht stark verwunderlich. Ich habe in meiner Kindheit wahnsinnig viel Musik gemacht, in verschiedenste Richtungen. Mein Vater kam aus dem Schwarzwald. Ich musste zuerst Blockflöte, dann Akkordeon lernen. Akkordeon, tolles Instrument. Aber damals musste ich eher so Schneewalzer und so weiter spielen. Bin dann, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, habe ich mich aufgeschwungen zur Heimorgel, die damals so ungefähr in jedem dritten Haushalt stand. Das ist mir immer alles ganz gut gelungen soweit. Habe aber dann in der Schule eben angefangen, mir ein paar Jungs zu suchen, um mal vernünftige Musik zu machen. War dann Keyboarder in einer Hardrock-Band. Habe mein Geld nebenher verdient als Kirchenorganist. Ich habe mit 12 in der Kirche angefangen zu spielen. In dem Dorf, wo ich herkomme, also in dem Stadtteil, ich bin Ruhrgebietsjunge, da gab es eine Kirche, der Organist war immer besoffen und die wussten, okay, ich kann als Junger ein bisschen in die Tasten hauen. Und dann hatten die totale Not und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht 3 Stunden später die erste Messe spielen könnte. Hätte auch gereicht, nur mit einer Hand, Hauptsache ein bisschen Musik. Und so bin ich dann in diesen Job gekommen, in Anführungszeichen, habe den auch bis zum Studium dann gemacht. Mhm. Und das war relativ leicht verdientes Geld. Und man musste halt immer nur früh aufstehen sonntags. Das war schwierig, aber ich habe auch nur 2-mal in meiner ganzen 7-jährigen Zeit eine Messe verpennt. Ansonsten war ich eigentlich immer, auch am 1.1. Morgens um 10 Uhr saß ich auf der Orgelbank. Damit habe ich mein Geld verdient, habe nebenher noch auf, ja, was man halt so mit einer Heimorgel macht, halt auch auf Hochzeiten und so weiter gespielt, habe also wirklich, ich finde, im Kindesalter schon relativ viel Geld verdient mit Musik. Bis ich dann anfing, die Musik zu machen, die ich wollte. Und dann war es das mit dem Geld verdient. Aber es hat umso mehr Spaß gemacht. Habe dann eben, wie gesagt, ein paar Jahre in einer regional erfolgreichen Hardrock-Band gespielt. Wir haben auch Auftritte in Frankfurt an der Oder gespielt, haben an Musikwettbewerben teilgenommen. Und das war alles recht erfolgreich, aber nicht so der große Wurf. Und habe dazu noch ein bisschen Saxophon gelernt, weil ich hörte, dass man da auf der Bühne ganz großen Effekt erzielen kann, wenn man in dieses wunderschöne Instrument bläst. das alles endete dann letztendlich mit meinem Abitur. Ich habe mich dann, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, einfach mal für Jura beworben und habe es dann auch gekriegt. Und das war dann zunächst einmal so das Ende meiner Musikkarriere, in Anführungszeichen, weil ich bin dann nach Münster in eine WG gegangen und meine Band war in Essen. Ich habe den Jungs gesagt, ich fahre jetzt nicht 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche nach Essen und gucke dann irgendwie, dass ich mit der Bahn auch wieder zurück nach Münster komme. Das ist einfach too much. Mhm. Und war dann aber auch zugegebenermaßen auch ein bisschen froh, mal durchzuschnaufen, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr viel Musik in verschiedenste Richtungen gemacht habe. Und dann, ja, dann war es das erste Mal. Und jetzt hast du aber die Pandemiezeit auch genutzt, um wieder Musik zu machen und wieder damit anzufangen. Ja, in der Tat. Das ist, da bin ich sehr glücklich drüber. diese Lethargie, dieser Pandemie-Blues in Anführungszeichen, der hat mich bei schönem Wetter nach draußen getrieben und stand mit den Nachbarn am Zaun und dann kam man drauf, Mensch, lass uns mal Musik machen. Ja, eine Gitarre habe ich auch noch. Ich auch. Und dann haben wir uns da hingesetzt mit einer Flasche Whisky und haben ein bisschen gespielt. Nicht besonders super, ja, aber es kam Musik raus. Es hat irre Spaß gemacht. Und meine beiden Jungs, ich habe einen 14- und 17-jährigen Sohn, die haben direkt mitgemacht und das war wirklich super. Geil. Und hat uns alle total wieder für dieses Thema Musik angefixt. Und mittlerweile habe ich dann eben auch bei
bei verschiedenen Musikversandhändlern mein Equipment aufgebaut. Ich habe zwar noch viele alte Instrumente, ich habe noch meine Stage-Orgel, eine alte Space-Orgel von Elka, die habe ich noch im Keller stehen. Ich habe Gitarren, alles Mögliche, aber ich brauchte zum Beispiel ein Drumset, ein paar ordentliche Kessel und das steht jetzt alles bei mir zu Hause und mit meinen Jungs mache ich durchaus jetzt sehr häufig Musik. Und das ist natürlich für einen Vater das Schönste, was es gibt. Ja. Sehr total cool. Mhm. Hast du denn einen Whisky-Tipp für uns? Bonner Heaven. Okay. Nein, ich könnte sagen, ich trinke alles, ja, aber nein. Na, eigentlich trinke ich gar nicht so viel Whisky, aber das passte dann irgendwie, weil wir dann, klar. Mein Nachbar ist halt auch so ein, ich würde mal sagen, Altrocker, in Anführungszeichen, und irgendwie musste halt ein Whisky her und er hat eine Whisky-Tour schon in Schottland gemacht und so kam er auf das Thema, ja. Cool. Und wie sehen jetzt deine Tätigkeiten als Rechtsanwalt aus und welche Rolle spielt dabei das Urheberrecht? Also ich bin dann nach meinem Studium und Referendariat habe ich angefangen in Köln in einer sehr großen internationalen Großkanzlei und war von vorne an dort eigentlich mit dem Bereich Markenrecht befasst, also Schutz von Namen, Logos und so weiter. Das auf internationaler Ebene. Später kam dann vor allem das Designrecht dazu, also in Industrial Design, Produktgestaltung und so weiter. Und da gibt es eine ganz klare Schnittmenge eben auch zu den Urheberrechten. Ich habe unter anderem einen Lehrauftrag in Berlin an der HTW und unterrichte dort cool. Industrial Designer. Junge, super kreative Leute. Es macht irre Spaß, dort zu lehren. Und da komme ich dann eben sehr schnell zu den Fragen irgendwie, ja, ich brauche ja kein Design anzumelden, ich habe ja Urheberrechte und was ist eigentlich Urheberrecht und so weiter. Und das ist eine Schnittmenge und natürlich im Herzen habe ich die Musik noch und da ist ja klar, dass das Urheberrecht eine ganz große Rolle spielt, wie wir ja jetzt auch in der nächsten Stunde mal ein bisschen näher drüber sprechen. Ne? Genau. Lass uns doch mal einsteigen dann in das Thema. Warum gibt es überhaupt ein Urheberrecht? Warum ist das eigentlich was Gutes? Ja, also das nicht Gute ist daran, nee, das ist eigentlich zunächst einmal wirklich sehr gut, ehrlich gesagt, ja, weil es zeigt, dass, na, ich fange mal anders an. Normalerweise besteht der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Du darfst alles nachmachen, ob es jetzt Produkte sind, Musikstücke, wie auch immer. Das ist die Grundregel eigentlich. Sie wird aber begrenzt durch Schutzrechte wie das Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht und so weiter. Und diese Rechte gibt es, um Anreize zu schaffen. Ja, aber das Patent gebe ich, damit Leute technische Lösungen oder Lösungen für technische Aufgaben finden. Das Design gebe ich dafür, dass unsere Welt schöner wird und es da Kreative gibt, die sich darum bemühen. Und beim Urheberrecht ist es eben das Schöngeistige. Der Staat möchte auf jeden Fall die Kreativen unterstützen. Das sieht man ja nicht zuletzt auch im Grundgesetz mit Kunstfreiheit und so weiter. Das nimmt einen wahnsinnig hohen Stellenwert ein. Wir haben das ja nur auch in der Diskussion im Rahmen der Pandemie immer wieder gehört, dass doch eigentlich, wie wichtig Kultur eigentlich für uns ist und das Schöngeistige. Und dafür gibt es eben eine Belohnung in Anführungszeichen. Ja, das ist die Belohnung des Urheberrechts. Das Urheberrecht entsteht durch den Schöpfungsakt. Ja, sobald ich etwas Schönes gemacht habe, ist ein Urheberrecht entstanden. Ja, wenn ich den ganzen Tag im Studio sitze oder an meiner Gitarre, entstehen permanent Urheberrechte. Ja, ohne dass ich irgendetwas tun muss zunächst. Das okay, ist eine gute Nachricht, finde ich. Ja, das ist eine echte Belohnung für kreatives Schaffen. Ja, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen darauf eingehen. Ab wann greift das Urheberrecht? Ne? Also gab es auch viele Fragen, auf die wir dann vielleicht später noch mal explizit eingehen werden. Aber erklär doch mal, ab wann ist ein Stück urheberrechtlich geschützt? Ja, da fängt schon die Krux an mit, was ist das Stück? Ja, also ich habe ja an einem Stück, an einem fertig produzierten Song eine ganze Reihe von verschiedensten Leuten, die kreativ tätig waren und wo auch verschiedenste Urheberrechte entstehen. Du hast die Komposition, du hast den ausübenden Künstler, du hast den Produzenten, so und
da entstehen unterschiedliche Rechte. Mhm. Und zwar immer in dem Moment, wo sie quasi fertiggestellt sind, wo sie erschaffen worden sind. Automatisch, ohne dass du etwas tust. Du musst anders als zum Beispiel jetzt Marken, Patente, Designrechte, all sowas musst du ja anmelden im Zweifel. Mhm. Es gibt Ausnahmen, aber die Regel ist, dass man etwas beim Amt anmeldet, dann wird das dort geprüft und dann wird es eingetragen und ab dem Moment hast du ein Monopolrecht für an dieser Leistung, die du da geschaffen hast. Beim Urheberrecht machst du es einfach und du musst es nicht irgendwo anmelden oder sonst irgendetwas, was du natürlich, das Problem, was du vielleicht haben kannst, ist, ja, nachzuweisen, dass es tatsächlich an dem Tag in der Form entstanden ist. Ne? Ja, genau, das wäre auch schon die nächste Frage gewesen. Wie können selbst komponierte Songs durch das Urheberrecht geschützt werden? Das heißt, ich muss halt einfach einen Nachweis darüber haben, dass ich diesen Song produziert habe. Und ich glaube, du kannst da auch eine ganz coole Anekdote erzählen von früher, ich sage jetzt mal ein Tape und Post als Hinweis. Ja, also wenn ich jetzt halt Rechte geltend mache und sage so, das ist eine Verletzung, das ist mein Song, dann muss ich ja bei Gericht nachweisen, dass es auch mein Song ist. Und wie tue ich das? Ich kann das behaupten, der Gegner bestreitet das und dann muss darüber Beweise erhoben werden. Mhm. Der sagt dann, nee, das hast du gar nicht gemacht oder du hast es später gemacht oder es warst gar nicht du, wie auch immer. Und ein Mittel kann sein, dass man eben dann Tape oder jetzt USB-Stick oder was auch immer sich per Post selber schickt, aber den Brief nicht öffnet. Der Vorteil ist nämlich, dass du über den Poststempel ja einen Zeitstempel hast. Also dann ist schon mal klar, dann war das fertig. Und wenn du diesen Umschlag nicht aufgemacht hast, ist das, was drin ist, auch wirklich das Originäre, was damals per Post verschickt worden ist. Das heißt, du hast die Zeit und du hast den Inhalt. Das kann schon helfen. Im Zweifel muss es dann eben auf der Richterbank im Wege der Beweisführung aufmachen. Ne? Nicht vorher. Das wäre blöd. Du musst es dann schon auch vor dem Richter aufmachen. Ne? Das ist so ein sehr einfaches Mittel. Ja, mittlerweile kannst du natürlich dir das auch, weiß nicht, per E-Mail schicken möglicherweise oder wie auch immer. Du musst halt nur irgendwie den Nachweis führen. Das sollte man halt im Hinterkopf haben, weil du gerade beim Urheberrecht nicht wie bei einer Marke etwas anmeldest und kriegst dann den Zeitstempel des Amtes. Ja, Anmeldung ist dann und dann eingegangen, das wird dir ja bestätigt, dann ist der Zeitrang klar. Das hast du eben beim Urheberrecht, weil es kein Registerrecht ist, eben nicht. Da musst du halt selber ein bisschen dafür Sorge tragen. Genau, vielleicht, ich weiß nicht, Klaus, vielleicht helfen da auch so Zeitmarker in die Datei reinzuschreiben. Oder ich glaube ja nicht, weil kannst du viel manipulieren. Das ist das eben, ne? Also vielleicht ist das noch der irgendwann mal letzte verbleibende Anwendungsfall der Snail-Mail, dass man sich die ganze Zeit USB-Sticks zuschickt oder Tapes oder was auch immer. Aber da hast du wirklich was Objektives, was du nicht beeinflussen kannst, ne? Da könnte ich mir jetzt irgendwie so ein Unternehmen vorstellen, was jetzt High-Security-Server anbietet, wo du Sachen hochladen kannst, die halt auch genau dafür bürgen, dass sie sagen, okay, wenn was hochgeladen wird, dann wird das halt genau protokolliert bei uns. Da wird auch nichts dran gefummelt und da kann auch keiner so einfach drauf zugreifen. Vielleicht irgendwie sowas in der Art. Das ist genau, das ist richtig. Sowas gibt es auch schon bei der WIPO. Das ist die World Intellectual Property Organization. Die haben dieses Thema aufgegriffen und da kann man sich solche auch Zeitstempel holen. Mhm. Ja. Okay. Ja, dann können wir vielleicht mal einsteigen in die Fragen der User. Ihr hattet die Möglichkeit, innerhalb der letzten Woche in unserer WhatsApp-Gruppe da Fragen zu stellen und die greifen wir jetzt einfach mal auf. Die erste Frage stammt von Robin Belo, der auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast war, schon zweimal, auch in der Episode, die unter die Episode in die Geschichte Episode eingehen wird. ein Künstler hat eine einfache Demo per Sprachnachricht oder auf einem Handy-Recorder aufgenommen und er schickt sie ihm und er arbeitet den Song fertig aus, produziert ihn und der Künstler kommt dann halt einfach nur noch zum Vocal Recording in sein Studio. Welche Urheberrechte liegen dann bei ihm, dem Produzenten, und welche halt bei dem Künstler und wie soll man sich da im Vorfeld vertraglich einigen? Also,
Bevor ich die konkrete Frage beantworte, wie soll man sich da vertraglich einigen? Das ist, ja, wie, surprise, surprise, ich bin Jurist. Natürlich sind Verträge genau dazu da, solche Dinge zu regeln. Deswegen machen Verträge grundsätzlich durchaus Sinn, ja, um genau solche Fragestellungen, wem gehört hier was und welcher Anteil wem und wie und was, das kann man sehr gut und sollte man möglichst auch regeln. Das ist mir klar, dass das on the job sozusagen im echten Leben, wer will schon zuerst, bevor ich mit dir spreche, müssen wir erstmal einen Vertrag machen, ist ja total abturnend, ist mir schon klar, aber man sollte das im Hinterkopf haben. Ne? Jetzt bei dem Beispiel sieht man, glaube ich, sehr schön, wie unterschiedlich die Kreativleistungsbeiträge sind. Ne? Du hast da einmal die Komposition, die da per Sprachmemo wahrscheinlich rüberkommt. Möglicherweise ist das schon urheberrechtsfähig. Wenn es sehr simpel ist, könnte man das in Frage stellen. Ja, aber zunächst einmal würde ich sagen, gehen wir mal davon aus, das ist irgendwie nicht einfach nur eine Tonfolge, drei Töne hintereinander, sondern ein bisschen mehr. Dann gehe ich davon aus, dass da die Rechte des Urhebers an der Komposition bestehen. So, jetzt der Produzent, der das Stück fertig macht, anreichert, da entstehen natürlich auch Urheberrechte in der Person des Produzenten, ja, weil er ja nun auch eine ganze Menge Kreativleistung jetzt da reinbringt. Wenn die Vocals dann eingesungen werden, ist dann der ausübende Künstler, der an seinen Vocals Urheberrechte hat. Und das bedeutet und zeigt sehr schön, dass jetzt an einem Stück dann eben eine ganze Reihe von Urheberrechten entstehen. Das sind alles Miturheber gegebenenfalls. Und da macht es durchaus Sinn zu sagen, okay, in vielen Fällen gibt dann der eine seine Rechte her, überträgt die Rechte, sodass sie möglichst gebündelt in einer Person liegen. Das macht die Sache natürlich sehr einfach, ja? Dass du alles in eine Person bündelst, vielleicht in den Produzenten oder wie auch immer, oder eben in den Agent Provocateur, der hier komponiert hat und auch ausgeübt hat, dass dann der Produzent sein Recht abgibt. Darüber sollte man sich in der Tat einig werden. Genau, das ist ein Thema, über das wir jetzt heute nicht, auf das wir nicht so tief eingehen. Also GEMA, halt auch Verwertungsgesellschaft, ne? Da gibt es ja auch die Aufteilung dann für Komponisten, aber halt auch für die Textdichter. Da gibt es halt verschiedene Aufschlüsselungsmodelle, beziehungsweise eins. Aber da findet ihr auch Antworten in einem Artikel bei uns auf der Seite. Genau. Dann haben wir noch eine Frage von Fred Gluschke. Wer ist beim Mixprojekt für Urheber- und Verwertungsrechte verantwortlich, zum Beispiel beim Mixprojekt für eine Coverband? Ich glaube, die Fragen haben wir schon eigentlich beantwortet, aber vielleicht können wir doch noch mal kurz drauf eingehen. Ja, verantwortlich ist die Frage, wie das gemeint ist, ne? Also geht es darum, dass man gegebenenfalls unbewusst Rechte verletzt hat und gegen wen kann man dann vorgehen? Wenn die Frage darauf abzielt, dann ist es so, dass man eigentlich jetzt unterstellt, diese Coverversion verletzt die Rechte, man hat keine Zustimmung eingeholt, dann kann der Verletzte eigentlich sich gegen jeden wenden, der daran beteiligt war. Das ist der Gesichtspunkt der effizienten Rechteverfolgung. Ich will jetzt nicht von rechts nach links geschoben werden, sondern ich kann mir irgendeinen aussuchen, bei dem ich anfange. Wie der sich dann im Innenverhältnis vielleicht nochmal schadlos hält, ist eine andere Sache. Aber zunächst einmal wäre dann jeder verantwortlich, der mit an dieser Rechteverletzung teilgenommen hat. Ne? Okay, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Frage dann auch darauf abzielte, dass man sich darum kümmern muss, also ums Urheberrecht. Ja, also wenn man jetzt selber zum Beispiel was Musik macht, muss man sich ja nicht ums Urheberrecht kümmern. Das passiert ja dann quasi automatisch, wie wir eben schon gesagt haben. Und für die Verwertungsrechte ist dann halt die GEMA. Man muss dann natürlich halt auch angeben, wenn man Coversongs produziert, wer die Urheber sind, damit die auch dann halt an der Ausschüttung beteiligt werden. Und genau, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt aber vergessen. Das ist gut. Genau, achso, ja, Yesterday ist der meistgecoverte Song. Ich glaube, es gibt 2200 Versionen oder so von Yesterday. Das finde ich schon ziemlich krass. Hätte ich nicht gedacht. Eine Frage, die daran anknüpft, ist die von Sandra Schmale. Zur Veröffentlichung eines Covers. Muss ich
vor Veröffentlichung eines Covers immer beim Originalkünstler anfragen. Wie gestaltet sich das in der Praxis hinsichtlich Ablauf und Dauer? Gibt es einen Grad der Verschiedenheit zum Original, ab dem ein Cover ein neues, unabhängiges, eigenes Werk wird? Schon eine sehr komplexe Fragestellung. Ja, wie das halt so ist, ne? Ist alles immer ein bisschen schwierig, vielleicht im Detail. Es fängt ja damit an, was ist eigentlich ein Cover? Ja, was versteht ihr unter dem Cover? Mhm. Ist es eine Coverband, die spielt möglichst naturgetreu das Original nach? So, wenn das unter Cover zu verstehen ist, dann ist das eine Aufführung des Originals und dann fallen eben die GEMA-Gebühren an und so weiter, braucht man auch keine Zustimmung des Urhebers, des Original-Urhebers, ne? Weil das ist alles dann über die GEMA abgedeckt. Wenn ich allerdings interpretiere, und ich meine, bei Yesterday, die vielen Covers, die du angesprochen hast, Marc, waren ja bearbeitete Covers, die wurden ja anders verpackt. Und das ist dann eine Bearbeitung des Werks und die braucht die Zustimmung des Urhebers. Ne? Genau. So, und das ist jetzt, die Frage war ja auch, wo ist da eine Schnitt oder wo ist die Grenze? Ja, das ist jetzt die undankbare Aufgabe wieder des Juristen zu sagen, es kommt darauf an. Ne? Also das kann man so pauschal leider wirklich nicht sagen. Also das entscheidet letztendlich die Sichtweise des Hörers. Nicht unbedingt des professionellen Hörers, sondern des breiten Publikums. Wenn die sagen, okay, nee, das ist der vielleicht gescheiterte Versuch des originalen Nachspiels des Songs, das soll aber irgendwie originalgetreu sein, ohne eigene urheberrechtliche Leistung durch Verfremdung, Bearbeitung, ja, dann ist es ein reines Cover und ich muss nicht fragen, wenn ich es interpretiere, und das wird ja in vielen Fällen so sein, dann ist es zunächst eine Urheberrechtsverletzung, die der Zustimmung bedarf. Mhm. Es ist allerdings so, dass ja nicht gegen jedes und allen immer vorgegangen wird. Ich meine, Happy Birthday wird ganz oft draußen aufgeführt und ist immer eine Urheberrechtsverletzung und keiner verklagt uns in dem Sinne. Ne? Also ich glaube, Happy Birthday wird noch mehr gecovert als Yesterday, aber wahrscheinlich. Das heißt, naja, man muss auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie auf dem Pfarrfest da ein Stück cover und es ein bisschen verfremde. Da werde ich wohl keine großartigen Probleme mit dem Urheber haben. Wenn ich aber irgendetwas cover und groß bei Spotify auf die Plattform stelle, wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand sagt so, du willst da Geld mit verdienen, dann möchte ich daran bitte teilhaben, weil es ist also schließlich meine Leistung, die du da verwendest. Ne? Ja. Wie ist das denn so beim typischen Kneipen-Gig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kneipe gehe und da spielen jetzt gerade Mark Bohn and the Surfing Saarlanders, machen da eine Punk-Version von Yesterday, geht das auch noch als okay durch? Das ist ja wahrscheinlich so die Standardsituation von den kleinen Bands, die auch mal eine Cover-Version zwischenspielen. Naja, was ich gerade sagte, streng genommen ist es eine Urheberrechtsverletzung. Ne? Mhm. Wenn du die Zustimmung nicht hast. Wenn ich einen Song mache, und da habe ich richtig viel Herzblut reingesteckt und ich veröffentliche den und dann gehe ich in eine Kneipe und höre dann eine Punkband, die totalen Mist mit meinem Song macht, dann fühlt sich das nicht gut an für mich. Und das sieht das Recht vor. Ich habe das Recht, die Bearbeitungen unter einen Zustimmungsvorbehalt zu setzen. Das heißt, nicht jeder darf alles mit meinem Song machen, wenn es öffentlich aufgeführt wird. Mhm. Ich darf zustimmen oder darf auch Nein sagen. Das ist die eine Sache, dass ich sage, künstlerisch bin ich damit nicht einverstanden und sage Nein. Die andere Sache ist, die betrifft jetzt weniger das Kneipenthema, eher das Spotify-Thema. Guck mal, du verdienst Geld damit, aber das ist meine Leistung, ich möchte daran partizipieren. Ja. Mhm. Wenn ich das künstlerisch vertreten kann, was da passiert, möchte ich vielleicht einfach nur auch mitverdienen, weil ich ja schließlich wochenlang irgendwie an dem Song gearbeitet habe. Ne? Ja. Das ist wie letztendlich auch ein Automobilhersteller, der ganz lange irgendwas entwickelt hat, Forschungsentwicklung, wahnsinnig viel Geld reingepumpt hat und am nächsten Tag kommt einer und macht das nach. Ja? Dann sage ich auch, hör mal, ich habe die ganzen Kosten und den ganzen Aufwand und du gehst einfach aufs Trittbrett, sparst dir das alles
und verdienst letztendlich ja viel mehr damit. Ja, und zwar auf meinem Rücken. Ne? So. Ja. Also das heißt, so wie ich es verstehe, wenn ein Coversong sehr nah am Original ist, ne, jetzt mal die, die Leistung der Künstler dahingestellt, dann müssen keine Rechte erworben werden, aber dann läuft halt die, sorry, dann läuft halt die Bezahlung, quasi die Lizenzierung über die GEMA durch die Ausschüttung. Quasi, exakt, ne? Das ist ja auch ja so. Die genau, das ist ja das auch, was man beim Gig vorher angeben muss, ne? Wenn man den Song covert, dann muss man den auf die Liste schreiben, hey, das sind die Songs, die wir covern, dann muss gegebenenfalls die Location halt die GEMA-Gebühren zahlen oder der Veranstalter. Genau, und wenn ich dann halt quasi den Song aber halt so verfremde und umarrangiere, dass es eine Bearbeitung ist, dann muss ich quasi die Rechte des die Zustimmung des Urhebers halt einfach anfragen. Ja, das ist so, ist das Recht vorgesehen. Ja. Ob das tatsächlich zu Problemen führt, wenn ich keine Zustimmung hole, ist eine andere Frage. Beispiel Farfest oder vielleicht auch mal in einer Kneipe. Das ist dann in tatsächlicher Hinsicht. Ein Urheber muss seine Rechte nicht durchsetzen, er kann es machen. Und dann ist die Frage, ab wann macht er das eigentlich? Also, wie gesagt, deswegen sage ich, das Recht ist sehr stark, es ist ein starkes Urheberrecht im deutschen und europäischen, auch weltweit. Es ist ein starkes, anerkanntes Recht und der Urheber entscheidet, wie stark er es ausübt. Ne? Ja, wie sieht es jetzt bei YouTube aus? Ich meine, da gibt es ja auch tausende Coverversionen von allen möglichen Songs. Sind die Plattenfirmen dann auch nicht da irgendwie, oder wären die auch nicht sehr, sehr lange damit beschäftigt, alle Urheberrechtsverletzungen halt, also allen Urheberrechtsverletzungen nachzugehen? Ja klar, es gibt natürlich ein Massenproblem und es gibt natürlich auch genug Plattformen, wo klar ist, dass das urheberrechtsverletzendes Material ist. Wo man aber eben seine Identität natürlich verschleiern kann. Da muss natürlich der Urheber erst einmal an die Identität kommen. Wer ist denn das eigentlich? Ne? Mhm. Das hast du ja auch bei diesen ganzen Plattformen, wo du Videos runterlädst und so weiter. Ne? Es gibt Spider, die eben diese Plattform durchsuchen nach urheberrechtsverletzendem Material. Dann haben die das erkannt, so, und dann wissen die aber immer noch nicht, wer der Gegner ist, ja, weil da keine Klarnamen, kein Impressum steht, ja, so, und dann weiß keiner, wer hat das eigentlich runtergesaugt, und dann geht der rechte Inhaber in der Regel zu Gericht und erwirkt einen Beschluss, dass der Internetprovider die IP-Adressen quasi zuordnet, sodass man dann sagen kann, pass auf, aus dem Haus, quasi aus der Wohnung, bei dem Internetkunden wurde das runtergeladen und dann hast du einen Gegner. Ne? Das wird schon im großen Stil automatisiert, in Anführungszeichen, gemacht. Es gibt Kanzleien, die darauf, auch Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, diese Urheberrechtsverletzungen nachzuverfolgen. Daran sieht man, dass es letztendlich ein Massenproblem ist. Ja? Du wirst es nie hundertprozentig alle verfolgen können. Deswegen geht es aus meiner Sicht auch immer darum, wie intensiv ist der Eingriff. Und da komme ich wieder zurück zum Farfest. Das interessiert mich als Urheber wahrscheinlich gar nicht. Selbst wenn die irgendwie Mist spielen mit meinem Song So What. Ja. Ja, ja. Aber die Intensität kann natürlich auf Plattformen eine ganz andere sein. Ne? Ja, beim Erstellen von Remixes oder Remixen, Klaus, wie sagt man? Ich würde sagen von Remixen, oder? Okay. Von Remixen braucht man tatsächlich, glaube ich, die Zustimmung des Rechteinhabers, richtig? Ja, das ist wieder eine Bearbeitung des Songs, ne? Also genau. Das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie nochmal nachträglich master und was weiß ich was, das digitalisiere oder was, alte Musik, sondern da arbeite ich ja mit dem Song und verfremde ihn. Und das steht unter dem Zustimmungsvorbehalt. Ne? Ja. Ja, ich meine, da gab es eine sehr legendäre Geschichte oder gibt es eine legendäre Geschichte, ich glaube, die sich schon 20 Jahre oder so hinzieht, zwischen Moses Pelham, dem Produzenten von Sabrina Setlur und eben der Band Kraftwerk. Es geht da um ein Sample aus dem Song Metall auf Metall. Aber ich glaube, du bist da tiefer drin als ich. Ja, das ist ein wirklich sehr langwieriges, langes Verfahren,
wo es darum geht, dass Moses Pelham eine kleine Beatsequenz aus Metall auf Metall rausgeschnitten hat und als Loop durchgehend dem Song Nur Mir von Sabrina Settler unterlegt hat. Und er hatte vorher Kraftwerk nicht gefragt. Und damit waren die nicht einverstanden. Und das fing an in Hamburg, ging wirklich, ich glaube, sämtliche Gerichte, die wir haben, bis auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, waren mit diesem Fall befasst, also BGH, Bundesverfassungsgericht, EuGH und so weiter. Hat auch dazu geführt, dass das Urheberrecht geändert worden ist, beziehungsweise angepasst, weil nämlich eine Vorschrift dann vom EuGH für europarechtswidrig oder nicht richtlinienkonform erklärt worden ist, für unwirksam. Und ja, da geht es eben um die Frage, erst einmal, was ist so ein Fetzen, ja, so ein Beats-Fetzen, ist das eigentlich urheberrechtsfähig? Weil er hat ja nicht, Moses Pelham hat ja nicht den ganzen Song genommen, sondern wie es beim Sampling halt nun mal so ist, ein Teil rausgeschnitten, und da ist klar, dass es auch so einen Teileschutz gibt, wenn diese Sequenz dann eben für sich die erforderliche Schöpfungshöhe erreicht, also so ein ganz einfacher Viervierteltakt auf dem Drumset wird natürlich jetzt mit Bass, Snare und ein bisschen Hi-Hat dazu, das wird in der Regel so nicht urheberrechtsfähig sein. Aber das war jetzt schon durchaus ein Beat, den man wiedererkennen konnte. Ja, also was Uniques. Und dann ging es natürlich um die Frage, die viel spannender ist, wie gehen wir eigentlich damit um, dass das Sampling halt Teil einer Kunstform ist. Und ich hatte ja eingangs gesagt, Kunst wird extrem hoch eingeschätzt vom Staat, von den Gesetzen. Und wenn wir das jetzt nicht erlaubten, machen wir da eine Kunstform kaputt. Das ist die wirklich spannende Frage dahinter. Und da spricht eine ganze Menge dafür, dass man sagt so, eigentlich lebt Hip-Hop und auch andere oder die Musik heutzutage insgesamt lebt davon letztendlich, dass ich woanders etwas rausschneide und es neu verpacke. Ja, das, wenn das eine Kunstform ist, die ich schützen möchte, dann kann ich nicht sagen, ja, verstößt aber gegen Urheberrecht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Rechte des Urhebers, der eben diese Kreativleistung erbracht hat und der auch weiterhin mit seiner Kreativität auch Geld verdienen soll. Wir alle wissen, dass nur wenige viel verdienen, viele wenig verdienen. Das ist nun mal so, aber grundsätzlich ist es so, man soll auskömmlich kreativ tätig sein dürfen. Und wenn ich jetzt sage, es ist alles vogelfrei, weil es eine neue Kunstform ist, ist das natürlich auch nicht so einfach. Das heißt, du hast ja ein echtes Dilemma in der Abwägung zwischen auf der einen Seite Eigentumsgarantien, die auch im Grundgesetz stehen, also das ist mein, in Anführungszeichen, Eigentum an meiner Kreativleistung, mit der ich machen kann, was ich will und auch untersagen kann, wenn es andere benutzen. Und auf der anderen Seite eben die freie Entfaltung der Kunst, die darauf möglicherweise angewiesen ist, mit Sampling zu arbeiten. Und das muss man irgendwie nivellieren. Und da gibt es eben halt verschiedenste Streitpunkte, die in den Gerichtsverfahren besprochen worden sind. Und letztendlich, wie gesagt, zwischendurch hat sich dann das Recht noch geändert, sodass man jetzt eine Entscheidung vom BGH aus 2020 hat, die sagt, dass Sampling, also die Übernahme eines fertigen Recordings sozusagen, es geht nicht um die Komposition, sondern es geht um die Tonträger-Herstellerrechte, also das, wie es aufgenommen worden ist. Und das wurde ja 1:1 übernommen dann von Moses Pelham in der Sequenz. Das darf man ohne Zustimmung nicht verwenden, wenn es noch wiedererkennbar ist. Okay. So, das ist typisch juristisch wiedererkennbar. Stellt sich nämlich jetzt die nächste Frage, wann ist denn eigentlich jetzt noch etwas wiedererkennbar? Ne? Das werden wir jetzt eben die nächsten Jahre sehen. Aber naja, was soll ich sagen? Also, um eine klare Anweisung oder Segelanweisung zu geben, die Übernahme von, also das echte Sampling im Sinne von der Übernahme des aufgenommenen, der aufgenommenen Sequenz, ist
bedarf einer Zustimmung des eigentlichen Urhebers. So bitter das letztendlich ist. Ja. Das heißt, am besten geht man vorher hin, im Idealfall, und fragt halt den Urheber oder den Rechteinhaber, hey, darf ich das verwenden? Und bietet ihm eventuell vielleicht halt auch noch an, ihn als Mitkomponisten eben anzugeben. Oder kann es auch sein, dass er dann vielleicht auch eine gewisse Gebühr oder sowas verlangt? Ja, klar. Es liegt in seiner Hand. Er kann sagen, mach, was du willst. Ich will dafür nichts. Brauchst mich auch nicht zu nennen. Ja, mach einfach, weil ich bin in meinem Herzen ist klar, dass ihr das braucht, um eure Musik zu machen, um euch künstlerisch zu entfalten. Deswegen nehmt es ruhig. Du kannst aber auch sagen, nee, pass auf, das Ding, ehrlich, das hat mich Nächte gekostet. Ja, das war sau schwierig. Und ehrlich gesagt, ich möchte es eigentlich für mich behalten. Wenn du es nimmst, dann möchte ich auch mal ein bisschen teilhaben. Ne? Das heißt, das ist die freie Entscheidung des Urhebers. Ich möchte an der Stelle aber auch mal sagen, dass es für beide Positionen wirklich gute Argumente gibt. Der Ralf Hütter von Kraftwerk hat zum Beispiel gesagt, pass mal auf, unsere Werke ist wie ein Garten. Jetzt kommt da einer und pflückt mir einfach ein paar Blumen raus, und um dann irgendwie einen schönen Blumenstrauß zu machen. Das ist doch nicht in Ordnung. Ich meine, da wird doch jeder sagen, hey, was reißt du meine Blumen hier raus? Ne? Das ist vielleicht ein schönes plakatives Beispiel, wo das Problem liegt. Es ist nicht immer nur das schnöde Geld verdienen oder so, ich möchte an allem teilhaben und so weiter, sondern es hat auch was Künstlerisches natürlich. Und gar nicht gefragt zu werden, hört sich dann manchmal oder fühlt sich manchmal nicht gut an. Ich meine, Kraftwerk hat durchaus auch für Coldplay schon Zustimmungen erteilt für Samplings. Ich erinnere jetzt nicht mehr den Song, aber man kriegt durchaus solche Zustimmung. Und ich meine, theoretisch könnte auch die Musikbranche, die Musikwelt sagen, pass auf, wir committen uns, wir geben uns diese Zustimmung immer kostenfrei, damit jeder ordentlich sich entfalten kann. Ob das Wishful Thinking ist, ob das wirklich umsetzbar ist, weiß ich nicht, aber als Jurist kann ich nur sagen, immer dann, wenn ich Samplings verwende, anfragen. Ja. Ja. Soweit diese Urheberrechte an diesen Samplings noch bestehen, ne? Denn die haben ja nur auch zeitliche Ende. Ne? Genau, darüber sprechen wir jetzt in dem nächsten Sachverhalt, nämlich die Sandra Schmale hat auch noch eine Frage zum Umgang mit Samples gestellt. Und die wir an dem Beispiel von Dua Lipa und dem Song Love Again erörtern könnten. Vielleicht mal ganz kurz vorab, worum es geht. Es geht um Trompetensample aus dem Song Love Again, das ursprünglich aus einem Song stammt von 1997. Es war damals ein UK-Hit, Your Woman von White Town. Allerdings stammt dieses Trompetensample auch wieder aus einem anderen Song namens My Woman von Lou Stone and the Monseigneur Band und Al Bowley aus dem Jahr 1932. Ne? Also das ist, genau, und da haben wir jetzt eben den Fall, vielleicht können wir noch mal über diese Verjährungsgeschichte sprechen. Ja, okay, wir könnten diesen Trompetensatz oder diese Phrase könnten wir theoretisch jetzt auch hier broadcasten, ohne eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das vorhabt, aber um das zu zeigen, worum es geht, das ist eine kleine Phrase, die man wirklich wahnsinnig häufig in den Hip-Hop-Stücken, wie auch immer, wieder hört. Ich werde die jetzt nicht vorsingen, keine Sorge. Schade. Aber das ist eben so ein Vintage-Look, der da so reingesampelt wird. Das ist eine ganz alte, knisternde Trompetenphrase. Und die ist veröffentlicht worden, 1932, hast du ja gesagt. Da müssen wir jetzt wieder unterscheiden. Also diese Phrase, diese Tonfolge selbst, genießt die Urheberrecht als Komposition? Würde ich jetzt fast sagen, nein, weil die ist jetzt nicht besonders unik. Das Besondere an diesem Sampling ist ja gerade dieses Recording, also diese Produktion dieser Phrase. Und das sind die Tonträger-Herstellerrechte für diese Aufnahme. Und die entstehen mit Erstveröffentlichung dieses Tonträgerwerks. Das war also spätestens 1932. Und dann geht das 70 Jahre, dann ist Feierabend. Das heißt, also ich kann ja schlecht rechnen als Jurist, aber 2002 sind dann die Rechte
geendet. Ja, also ja, die Tonträger-Herstellerrechte gibt es nicht mehr. Ja. Und dann wird sowas auch gemeinfrei. Ne? Und wie sieht es mit dem Urheberrecht des Songs aus? Ich sag mal, was passiert denn jetzt mit den ganzen Lennon-Songs 2050 oder so? Geht das, also der ist 1980, glaube ich, verstorben, ne? Und das heißt, 2050 wären diese 70 Jahre abgelaufen, oder geht das dann ab dem Zeitpunkt, wo der Song geschrieben wurde, oder ab dem Tod des Künstlers, oder wie sieht das aus? Auch wieder die Unterscheidung, also die Aufnahme, so wie das Fertigprodukt dann letztendlich erst veröffentlicht wurde, das sind die Tonträgerherstellerrechte, die entstehen mit Erstveröffentlichung, enden nach 70 Jahren. So, diese wären dann also abgelaufen. Die Rechte an der Komposition, die liegen beim Komponisten oder auch beim ausübenden Künstler, wie auch immer, wenn da urheberrechtsfähiges Material entsteht. Und die enden erst 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers oder des Komponisten. Also da musst du noch ein bisschen warten. Ne? Das geht ja so ganz schön lang. Ne? Mitte der 2030er so ungefähr. Ja, das dann. Ja, ich kann mir eine Wiedervorlage notieren und dir dann Bescheid geben. Ja, genau. Ach, ich bin mir sicher, da wird es eine Flut geben. Ja. Nur noch mal, aber das ist zum Beispiel jetzt, um eine Parallele nochmal herzustellen, jetzt Pharmabereich, das sind diese Generika, da gibt es Patentschutz, der läuft aus und ab dann kann es jeder machen. Das sind die Generika. Ne? So ist es beim Urheberrecht letztendlich auch, wenn die Schutzfrist abgelaufen ist, dann darf es jeder machen. Die Schwierigkeit mag manchmal sein, herauszufinden, wer ist denn eigentlich wirklich der Urheber? Ne? Ja. Und wann ist er wirklich gestorben? Also ich weiß nicht, jetzt bei dem, aber ich weiß nicht, hast du den Trompetisten herausgefunden bei diesem? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur diesen herausgefunden, wann dieser Al Bowley, nee, diese Lou Stone ist 1969 gestorben. Aber ich weiß jetzt halt, na, das war die einzige oder der einzige, zu dem ich was gefunden habe, genau, aus dieser Besetzung. Aber was halt auch krass ist, auch dieses Stück war eigentlich ein Cover von Bing Crosby. Das fand ich auch geil. Also irgendwie ist diese Geschichte fand ich sehr geil. Also danke Sandra, dass du uns darauf hingewiesen hast. Und bei der Recherche ist mir noch ein Fall mit der Dua Lipa aufgefallen, nämlich aus dem Song Break My Heart. Der Song hat wohl ziemliche Ähnlichkeiten zu dem Song Need You Tonight von Inks. Und angeblich hat sie diese Ähnlichkeit erst danach bemerkt. Und sie hat dann der Band quasi im Nachhinein noch Credits für diesen Song gegeben. Und damit war die Band auch d'accord und fand es auch cool, dass es genutzt wurde. Also es gibt auch diesen Fall, den du auch eben angesprochen hast, dass die Künstler dann auch vielleicht sagen, mach, wir finden es cool, dass du das machst und gib uns einen Credit und alles ist cool. Ich glaube auch, dass dieser Streit zwischen Kraftwerk und Pelham, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch so eine Prinzipiensache jetzt ist, in dem Sinne, dass Pelham einfach nicht gefragt hat. So eine Prinzipiensache, ne? Ja, und dann kommst du, ich glaube, die waren in den Top Ten mit diesem fürchterlichen Lied. Und ja, dann wird der Hütter darauf aufmerksam und dann und wir sagen so, hä? Die haben uns noch niemals gefragt. Ja? Das fühlt sich nicht gut an. Ja. Es sind alles Künstler, ja. Also das sind ja eigene Babys immer. Total. Ja, wir unterbrechen die Sendung nochmal für eine kleine Werbepause. Und zwar ging gestern unser Tonstudio-Guide an den Start. Wir bauen Deutschlands größtes Tonstudio-Verzeichnis auf, beziehungsweise das größte Tonstudio-Verzeichnis im deutschsprachigen Raum, also auch Österreich und Schweiz, sorry. Registrieren könnt ihr euch unter soundandrecording.de/Tonstudio-Guide. Es gibt dazu einen kostenlosen Beitrag, da könnt ihr dann eure Adresse angeben, welche Dienstleistung ihr anbietet, also auch in welchem Genre ihr unterwegs seid oder macht ihr Mixing, Mastering, Songwriting oder auch Werbemusik oder Filmmusik. Also es geht jetzt, heißt zwar Tonstudio Guide, aber es geht grundsätzlich um ein Verzeichnis für Musik und Tonschaffende. Genau. Und es gibt, wie gesagt, noch zwei kostenpflichtige Eintragsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Da könnt ihr dann noch Bilder hochladen, Videos online stellen, um einfach bei uns auf der Seite da nochmal ein kleines Profil anzulegen. Und das Coole ist halt, wir fischen hier dann nicht im eigenen Teich, weil wenn wir bei Sound Recording den Tonstudio Guide halt nur hosten, dann wären da halt nur Tonstudios drin, sondern wir hosten das Ding auch bei unseren Schwestermagazinen Gitarre und Bass und Keyboards. Und auch auf der Plattform von Styx.de, also eben dort, wo die Musiker auch unterwegs sind.
und eben Tonstudios suchen oder Produzenten, Songwriter, alles Mögliche. Aber auch bei unseren Schwestermagazinen W&V, also Werben und Verkaufen. Das ist relevant für alle, die Werbemusik machen, weil sich dort eben die Leute rumtreiben, die Werbung produzieren. Und auch bei unserem Schwestermagazin Film, TV und Kamera, die auch immer mal wieder Leute suchen, die einen Filmton machen oder Filmmusik und bei Production Partner habe ich noch vergessen. Ne? Wenn, stimmt, live, wenn du Live-Musik, Live-Engineer bist, also FOH machst, kannst du dich dort auch eintragen. Also Klaus hat es auch freundlicherweise eingebunden. Soundrecording.de/Tonstudio-Guide und jetzt machen wir weiter. Dann seid ihr eine große Familie. Wahnsinn. Ja. Seid ihr eine große Familie. Ebner Media Group ist der zweitgrößte Fachverlag hinter Springer. Mhm. Ne? Wir sind da schon, so langsam lerne ich auch alle Leute kennen. Klaus hat auch mit vielen Kontakte, produziert die ganzen Podcasts für den ganzen SAZ Sport, ne? W&V. Was gibt's zum machst du noch? Ich weiß gar nicht mehr. Internet World noch. Internet World, stimmt, genau. Okay, jetzt machen wir weiter mit einer Frage von Marco Schöning. Darf man ein exklusives Recht an einem Instrumental verkaufen, nachdem man ein Leasingrecht an demselben Instrumental verkauft hat, beispielsweise an Premium Beats oder Beatstars.com, also an irgendeinen Audio-Stock, Promoter, Händler, Gedöns? Endlich mal eine klare Antwort von mir. Nee. Also bei der Rechteeinräumung hast du ja alles in der Hand, habe ich ja schon gesagt. Du darfst selbst entscheiden, was du für Rechte wie gibst. Ja, du kannst sagen, ich gebe dir das Recht, es zu benutzen, aber andere werden es auch benutzen dürfen. Du darfst es auch nur in Deutschland benutzen, darfst es vielleicht auch nur privat nutzen. Ich gebe dir keine Rechte, das zu benutzen im Wege von, keine Ahnung, TV-Werbung, was auch immer. Also ich kann ja sehr genau sagen, in welchen räumlichen, zeitlichen, inhaltlichen Raum eben mein Werk benutzt werden darf. Mhm. Wenn ich jetzt ein Instrumental habe, habe ich natürlich Rechte an diesem fertiggestellten Instrumental. Und wenn ich vorher schon jemanden über so ein Leasing halt Rechte eingeräumt habe, kann ich jetzt nicht jemand anderen das exklusive Recht einräumen. Denn exklusiv heißt ja, dass ich dem anderen das Recht einräume, selbst es gar nicht mehr nutzen darf und andere eben auch nicht mehr, sondern alle Rechte liegen dann bei dem, der die exklusiven Rechte kriegt. Das meint das Wort exklusiv. Mhm. Und das clasht eben mit der vorher schon eingeräumten Rechte im Rahmen des Leasing-Verhältnisses. Das heißt also, ich kann dann natürlich sagen, pass auf, du kriegst die exklusiven Rechte, aber ich habe die Rechte schon dort und dort vergeben. Das musst du wissen. Das heißt, die Rechte, die du erwirbst, sind nicht wirklich exklusiv. Es gibt eben noch die Plattform, die das auch hat. Ob dann derjenige, der eigentlich exklusive Rechte einkaufen will, damit einverstanden ist, eine andere Frage. Aber nochmal, exklusiv heißt one way. Das ist nur der eine, der diese exklusiven Rechte erwirbt und alle anderen dürfen nicht mehr. Ich würde also quasi vertragsbrüchig werden, in welche Richtung auch immer. Ja? Insofern die Antwort nein. Ja, man sollte sich da doch genauer dann die AGWs und die, den Vertrag genauer durchlesen. Ich weiß, die sind immer relativ lang, ne? Deshalb lese ich auch selten welche. Ich habe neulich mal eine Visa-Karte hier vorbeigeschickt bekommen, weil ich wohl irgendwo was abgeschlossen habe. Dachte ich mir, okay, alles klar. Ganz fürchterliches Thema. Nicht nur in der Musikbranche, natürlich alles mit AGBs und Datenschutzerklärungen, was weiß ich was. Kein Mensch liest sich das ja durch. Das ist einfach viel zu viel und dann verliert das auch komplett seinen Sinn und seinen Zweck. Ja, ich habe mein Haus finanziert, ich habe Bücher gekriegt und ich meine, ich lese gerne solche Sachen, weil von Berufswegen, ne? Aber das war echt zu viel. Das war auch so blöd zu lesen. Aber worauf ihr immer achten solltet, ist, welche Rechte gebe ich, welche Rechte kaufe ich auch ein? Ich meine, wenn du dich auf Plattformen bedienst, um irgendwelche Beats und so weiter zu kaufen, immer genau schauen, welche Rechte kriege ich eigentlich da. Ne? Wenn ich irgendwie eine Flat-Fee zahle für irgendwas, für ein Beat oder so, kann es sein, dass ich das aber nicht frei verwenden kann, sondern dass es Grenzen gibt. Ich darf es vielleicht nicht auf Plattformen einstellen und dort verwenden.
Vielleicht ist es auch nur für zu Hause, um ein bisschen zu daddeln oder was auch immer. Da muss man wirklich genau hinschauen. Ne? Aber das kennt man ja von Bildern auch oder generell bei Wikipedia mit den Lizenzen und so weiter und so fort. Das muss man sich wirklich anschauen. Ja, auch bei Shutterstock oder so, ne? Also genau. Bei allen möglichen Stock-Plattformen sollte man sich dann auch nochmal genauer durchlesen, wo man die Sachen veröffentlichen darf, ne? Also bei uns ist auch oft so, okay, im Print dürfen wir es veröffentlichen, aber dann deshalb vielleicht online halt nicht, bei unseren Transkriptionen zum Beispiel, ne? Weil die Verlage dann eben nicht wollen, dass die Sachen halt online sind, bei uns zugänglich. Beziehungsweise dürften wir das wahrscheinlich, aber dann müssten wir halt sau viel Geld bezahlen. und deshalb machen wir das nur fürs Heft, das ist schon teuer genug. Vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs zum Thema Markenrecht, Markenschutz, vor allem wegen des Namens eurer Kanzlei, also kleiner. Du hast mir im Vorgespräch, weil wir das Problem hatten wegen Studioszene, wir konnten die Studioszene zwar das Logo schützen, allerdings den Namen. Aber ihr konntet kleiner, glaube ich, als Marke schützen lassen, oder? Wie war das? Ja, ja, also hands off our brand. nein, in der Tat haben wir Markenschutz. Aber bei Markenschutz ist es ja so, du musst sagen, für was du Markenschutz haben willst. Mhm. Kennt ihr DAV, also D-O-V-E? Ja, ja. Was ist das denn? So Deo-Geschichte, ne? Deo? Deo? Ja, so eine Bodylotion oder sowas, oder? Aus in der Art. Kennt ihr den Schokoriegel DAV? Wird auch geschrieben D-O-V-E. Da ist im Celebration immer drin. Guck mal, also identische Marke, die beide auf dem Markt sind. Unternehmen, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist völlig in Ordnung, das sieht das Recht so vor, dass solche Marken koexistieren können, weil es ja gar keinen Reflux gibt des Verbrauchers, dass er sagt, so, die hängen irgendwie zusammen. Ne? So, und deswegen kommt es immer darauf an, für was möchte ich eigentlich Markenschutz haben. Jetzt sprechen wir über kleiner. Kleiner ist ein ganz gebräuchlicher Begriff der deutschen Sprache, aber steht natürlich Gott sei Dank nicht für juristische Dienstleistungen. Wir bringen hier kleines Jura oder sowas. Es ist also für unseren Bereich überhaupt nicht beschreibend. Genauso wenig wie Apple beschreibend für Computer ist. Wenn ich ein Obsthändler bin, kann ich keine Marke Apple schützen. Geht nicht, ja. Zunächst einmal, ja, weil das muss ja frei bleiben auch für alle anderen Marktteilnehmer, aber für Apple funktioniert das wunderbar, also für Computer. Ne? So, und jetzt zu deiner Frage, bei Sound Recording oder Studioszene oder was auch immer, das ist natürlich schon genau das, was ihr macht, das ist inhaltsbeschreibend und inhaltsbeschreibende Begriffe können nicht als Marke geschützt werden für diesen Bereich, weil eine Marke und auch jedes andere Schutzrecht ist ein echtes staatliches Monopolrecht. Also ihr dürftet ja, wenn ihr das kriegt, allen untersagen, sich so zu nennen. Das heißt, theoretisch, es gab ja damals zu Beginn des Internets, also Ende der 90er, Anfang der Nuller, große Aufregung mit Webspace und Explorer. Da hatte sich jemand diese Rechte als Marke geschützt und ist dann breit gegen alle vorgegangen, die irgendwie Explorer im Internet verwendet haben. Ne? und das möchte man natürlich nicht, ne? Dass man den Markt jetzt über Gebühr beeinträchtigt. Deswegen kriegt man Markenschutz eben nur für unterscheidungskräftige und nicht beschreibende Begriffe. Und deswegen ist auch wichtig, dass man bei der Anmeldung immer sagt, wofür ich eigentlich den Schutz haben möchte. Ja, nur ein kleiner Exkurs, fand ich irgendwie noch relativ spannend. Vielleicht sollten wir die Studioszene in Suppenteller umbenennen und sie dann schützen lassen. Ja, absolut. Ich meine, Suppenteller, um gegen andere Dienstleister im Bereich Musik und Information und so weiter, ist perfekt schützbar. Ja, wenn da irgendeiner kommt, Suppenküche hast du gesagt oder Suppenteller? Suppenteller. Suppenteller. So, jetzt kommt einer und sagt Suppenlöffel, da kannst du aus... kannst du eigentlich möglicherweise erfolgreich gegen den vorgehen. Ne? Denk mal drüber nach. Ja, müssen wir mal überlegen hier. Okay, wir verlassen die Thematik. Ihr seid auf einem guten Weg, ich höre das schon. Wir lernen hier einiges. wir können, glaube ich, die Thematik Urheberrecht an dieser Stelle beenden und uns einer anderen Thematik widmen, die irgendwie so aufploppte, seitdem diese Datenschutzgrundverordnung irgendwie kam. Vor ein paar Jahren, da war plötzlich irgendwie, brannten bei allen die Lichter und alle haben irgendwie geguckt, oh, was ist auf unserer Website, steht da alles das Richtige? Deshalb gibt es da auch ein paar Fragen zum Thema Datenschutz,
und dem Austausch beispielsweise über Cloud-Speicher, also Dropbox. Wie kann man die datenschutzkonform einsetzen, ist beispielsweise eine Frage von Robin nochmal. Oder welche Datenschutzverletzungen kann es da geben? Ne? Also das ist ja immer wieder die Frage. Die kann ich nur grundsätzlich beantworten. Also Datenschutz hat ja zum Zweck, personenbezogene Daten zu schützen. Also wie heiße ich, wie alt bin ich, Schuhgröße habe ich, wie auch immer. Ja, also alle, die meine Person betreffen. Wenn ich jetzt Musikprojekte quasi auf die Dropbox lege oder so, sind da jetzt zunächst einmal, wüsste ich jetzt so spontan nicht, ob da irgendwie personenbezogene Daten sind, die da eine Rolle spielen überhaupt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht dann an der Stelle datenschutzneutral. Das hat also mit Datenschutz an der Stelle gar nichts zu tun. Die Frage ist, ob deine Daten geschützt sind. Das ist was anderes, ja. Aber Datenschutzverordnung, also DSGVO und so weiter, das sind keine Themen, die jetzt in einer solchen Konstellation eine Rolle spielen würden. Okay. Aber gelten jetzt beispielsweise die Adresse oder gilt die Adresse als ja, persönliche Daten? Weil wenn man jetzt da Rechnungen beispielsweise oder so ablegt, dann ist da ja auch die Adresse des Kunden drin. Ja, das ist schon wieder was anderes, ne? Wenn du also fremde, personenbezogene Daten da hochlädst, also nicht deine eigenen, weil dann hast du deine Zustimmung ja quasi erteilt, aber wenn du fremde da hochlädst, das kann natürlich dann schon relevant werden. Ne? Aber ich habe jetzt gedacht, vielleicht geht es eher so darum, dass man gemeinsam am Musikprojekt arbeitet, genau. Dass man die Tracks letztendlich oder wie auch immer da auch, aber wenn man, ja klar, kommt drauf an, was du da hochlädst. Ne? Also ja. Wie gesagt, Name, Adresse, all solche Themen, die sind schon datenschutzrelevant. Da sollte man zurückhaltend sein. Okay, aber bei Musikprojekten spielt es in der Regel halt nicht so die große Rolle. Okay, dann war auch eine ähnliche Frage, wie es jetzt ist, wenn man quasi über das Internet sich gegenseitig Musik zuspielt. Also jemand sitzt in L.A. im Studio, der Künstler sitzt in London und will den Mix hören, den der Mischer gemacht hat und der spielt ihm über verschiedene Tools. Da gibt es einige, halt den Song oder die Songs eben vor. Ist das unproblematisch oder sollte man da auch irgendwie vorsichtig mit umgehen? Also alles, was du in so Plattform hochlädst, ist möglicherweise dann schon öffentliches zugänglich machen oder verbreiten. Da muss man schon vorsichtig sein, soweit man urheberrechtsverletzendes Material hochlädt. Ne? Mhm. Also deinen eigenen Song kannst du natürlich da hochladen, dann ist kein fremdes Urheberrecht tangiert. Da kommt es nicht darauf an, ob das jetzt eine Verbreitung ist oder öffentliches zugänglich machen. Rechtsverletzendes Material wäre ich vorsichtig hochzuladen. Ne? Mhm. Also das ist aber im Prinzip ist das so eine Art Livestreaming. Ne? Also der Typ, der drückt auf Play in L.A. und der Künstler in London hört halt, was der abspielt. Also es ist nicht wirklich ein Hochladen. Oder Klaus, letztendlich ist es schon, da findet ja ein Datenfluss in irgendeiner Weise schon auch statt. Das ne? schon, absolut. Die Frage ist, was spielt er denn davor? Mhm. Fremde Stücke oder seine eigenen Tracks? Seine eigenen Tracks sind ja unproblematisch, das ist ja klar. Aber ihr hattet in einer Podcast-Folge der die Filmmusik produzierte, der von seinem Sender oder von seinem Auftraggeber ja schon das Bildmaterial gekriegt hat mit Musik, die ihm zeigen soll, in welche Richtung es gehen soll. Also fremde Musik. Mhm. Ja. Also, ich würde mal sagen, letztendlich tatsächlich wird das kein Problem werden, weil jetzt der rechte Inhaber davon ja eigentlich kaum was mitkriegt. Das passiert ja tatsächlich im sehr abgegrenzten Bereich. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel was auf so eine Plattform stelle und veröffentliche den Link darauf, dann ist das natürlich ein No-Brainer. Wenn ich rechtsverletzendes Material hochlade und ich gebe anderen die Zugriffsmöglichkeiten über einen öffentlichen Link, dann ist das ein öffentliches Verfügbarmachen. Und dann ist es eine rechte Verletzung. In tatsächlicher Hinsicht würde ich schon sagen, dass jetzt in dem Fall jetzt mit der Filmmusik, da wird es gar keinen Kläger geben letztendlich, weil die Rechteinhaber dieser Musik, die wird ja nicht veröffentlicht in dem Sinne, sondern es
läuft unterm Schirm her. Und die Frage, man muss eben ein bisschen aufpassen, wenn ein Rechteinhaber dann irgendwie Wind davon bekommt, dass man sein Material dort irgendwie hochgeladen hat, und der macht die Plattform darauf aufmerksam, dann sind die Plattformen sehr schnell dabei, deinen Account zu sperren, ne? Weil die Plattformen als Störer verpflichtet sind, wenn sie davon in Kenntnis gesetzt werden, dass rechtsverletzendes Material auf ihrer Plattform eingestellt wird, dass sie etwas dagegen unternehmen. Ja, das hast du ja bei Amazon, bei Google, all die, bei YouTube, die müssen auch immer regelmäßig Sachen runternehmen. Das muss man einfach wissen, ne? Da, also ich meine, eine Kopie von dem, was man da hochlädt, lokal bei sich, ist dann möglicherweise, wenn man darauf angewiesen ist, eine gute Idee. Ne? Denn es kann ja auch sein, dass das unberechtigt gesperrt wird, weil das einfach nicht stimmt, was da gesagt wird. Und dann kommst du an dein Material nicht mehr. Ne? Also deswegen würde ich immer lokal nochmal was bei mir auch gespeichert haben. Ja, das wäre, also bei mir kann man es ein bisschen vergleichen, so ein bisschen bei der Instrumentenentwicklung. Ich entwickle ja Contact Libraries, also Softwareinstrumente. Und da ist es in der Entwicklungsphase zum Beispiel oft so, dass dann einfach, bevor überhaupt das originale Sample-Material vorhanden ist, was dann später in diesem Instrument verwendet wird, wird aber das Instrument an sich schon entwickelt und es werden dann Dummy-Samples benutzt, die man beispielsweise aus anderen Libraries schon rausnimmt, die einfach mal in das Instrument einbaut, damit der Kunde dann hören kann, so kann es später mal klingen und damit er auch schon mal testen kann. Das ist natürlich, das passiert alles in einem kleinen Kreis. Also es wird dann zwar auf einer Plattform wie Dropbox oder OneDrive oder ähnliches hochgeladen, aber in der Regel haben da 4 oder 5 Leute drauf Zugriff auf diesen gesharten Ordner. Mhm. Also es wäre im Endeffekt wahrscheinlich genau der gleiche Fall, wo du sagst, es ist theoretisch nicht richtig, nicht erlaubt, aber am Ende verschwindet es ja eh wieder daraus. Ja, ja, also Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, ob jetzt in solchen Szenarien dann eine rechtsverletzende Handlung überhaupt vorliegt. Ja, ist das jetzt ein Verbreiten oder ein öffentliches zugänglich machen und so weiter. Da bin ich jetzt an der Stelle, kann ich da auch nicht hundertprozentig was zu sagen. Das müsste ich mir tatsächlich mal anschauen, wie da die aktuelle Rechtsprechung ist. Ich würde es eher tatsächlich auf dem tatsächlichen Gebiet sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu Problemen kommt, wenn es in einem abgegrenzten Personenkreis bleibt, jetzt im Rahmen der Kreationsphase, dann wird das schon tatsächlich nicht zu Problemen führen. Ja, aber danke, Klaus, für diesen Einblick. Fand ich ja auch noch ein spannender Punkt, jetzt mal so was von deiner Arbeit so zu hören. Ist ganz geil. Vielleicht willst du öfter mal was erzählen. Ich erzähle relativ wenig davon, das stimmt eigentlich. Achso, kennt ihr euch noch nicht so lange, oder? Doch. Irgendwie erzähle ich nie was darüber. Warum auch immer. Ja. Wir reden hier immer über Musikthemen, aber über die Instrumentenentwicklung oder ähnliches erzähle ich sehr selten was. Darf ich natürlich auch oft nicht. Ich weiß nicht, wie es so, der Klaus ist so ein unsung Hero. So. Jetzt übertreibst du. Jetzt haben wir noch eine Frage von Robin, die zielt eher darauf ab, wie man sich vertraglich mit dem Künstler absichern oder einigen soll. Er schreibt, wenn ich eine Band, einen Künstler aufnehme und wir von Anfang an geklärt haben, dass die Zahlung in Raten über einen Zeitraum X geschehen wird, also ist vertraglich festgelegt, kann man die Aufnahmen dann bis zur vollständigen Zahlung als Sicherheit bzw. Gegenwert rechtlich behalten? Nö. Also die Ratenzahlung, also ich kann ja jetzt ein Auto kaufen, Ratenzahlung vereinbaren und kriege das Auto. Ja, das wäre ja ein Ding, wenn du sagst, du hast aber die letzte Rate nicht bezahlt, kriegst das Auto noch nicht. Also die Frage der Ratenzahlung beantwortet nicht die Frage, ob ich das Werk schon übergeben muss. Oder das Auto. Ich kann natürlich im Vertrag sagen, pass auf, du musst Raten zahlen und ich muss dir erst das Werk geben, wenn du die letzte Rate gezahlt hast. Ja, dann, was in der Regel keinen Sinn macht, aber dann wäre das wieder klar im Vertrag geregelt. Ansonsten bleibt es eigentlich bei der gesetzlichen Regelung und die sagt nicht Metall auf Metall, sondern Zug um Zug. Es muss Zug um Zug geleistet werden. Ja? Also da muss nicht einer vorher und der andere nachher, sondern im Zweifel müssen beide Zug um Zug leisten. Ne? Und wie gesagt, die Frage, wann was fällig wird an Zahlung, beantwortet jetzt die Frage nicht, wann ich meine Leistung erbringen muss, sondern nur, wann ich mein Geld kriege. Okay. Ja, da ist noch eine Frage im Chat, Klaus. Oder gibt es noch Fragen, die du gerne aufgreifen würdest?
Es gab noch diverse Fragen. Ich gucke gleich noch mal kurz durch. Fangen wir einfach mal spontan an, hier mit einer Frage, die gerade reinkam, von Kabula Rasa. Ich kaufe jetzt ein Instrumental mit einer eingeschränkten Lizenz. Was mache ich, wenn zum Beispiel sich im Nachhinein feststellt, dass das Sample benutzt worden ist? Für die es keine Rechte gibt. Wer haftet in diesem Moment? Käufer oder Verkäufer? Ja. Okay, also das Instrumental selbst verletzt Rechte und das wussten wir nicht. So scheint der Fall zu sein. Dann darf der Inhaber des Rechts, also der hier verletzt ist, sich eigentlich rauspicken, wen er will. Er kann also mich rauspicken, weil ich es verwendet habe. Und dann kann ich natürlich im Innenverhältnis wieder mich versuchen, schadlos zu halten, weil es natürlich eine Schlechtleistung ist, wenn mir etwas verkauft wird als urheberrechtsfähiges, uniges Werk, es aber selbst urheberrechtsverletzend ist. Dann hat das einen Rechtemangel in Anführungszeichen. Und dann kann ich natürlich in der Kette zurückgehen und dort, wo ich eingekauft habe, sagen, pass mal auf, so geht das nicht. Ja, das muss auch so sein, weil wenn jetzt nur verantwortlich wäre, der tatsächlich das Sampling in dem Instrumental rechtsverletzend verwendet hat, wenn ich nur gegen den vorgehen könnte, dann wäre ja in der Welt ganz viel verletzendes Material, was ich dann erstmal wieder zurückholen muss, indem ich dem Rechteverletzer sage, pass auf, jetzt musst du alle deine Kunden anschreiben oder alle deine Käufer und die müssen das runternehmen. Und das ist ineffizient in der Rechtedurchsetzung. Deswegen gilt der Grundsatz, dass man jeden Einzelnen angreifen darf und eben auch den Endverwender. Ne? Okay. Dann hat man noch ein paar kleine Fragen am Anfang, die so ergänzend sind zu dem, was wir schon besprochen hatten. Frage von Simon Phoenix. Muss ich für einen Live-Auftritt ein Sample klären? Ich vermute mal ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Aufführen ist auch, das Recht, etwas aufzuführen, ist auch dem Urheber vorbehalten. Ne? Und dann noch von Florian Müller. Servus, gilt der YouTube-Zeitstempel zum Zeitpunkt des Uploads als sicherer Nachweis der Urheberschaft? Kenne ich jetzt keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, aber ich würde sagen, dass das natürlich schon mal sehr objektiver Umstand ist. Ja, also wenn dort steht, dass dieses YouTube-Video seitdem und so weiter hochgeladen ist, dann spricht fast alles dafür, dass das auch stimmt. Dann ergänzend hier von Andy Schaub, man kann mittlerweile auch Soundfiles bei der GEMA uploaden. Das müsste auch zählen, oder? Kann ich nichts zu sagen, aber wenn bei der GEMA geht es ja darum, dass das Originalteil so verwendet wird und man da als Künstler eben Erlöse bekommt. Wenn das Soundfile so verwendet wird, die GEMA also die rechte Verwertung übernimmt, ich muss ja nicht zur GEMA gehen, ich kann ja meine Rechte auch selber verwerten, aber wenn ich das zur GEMA gebe und das Soundfile so komplett original verwendet wird, wenn die GEMA diese rechte Verwertung auch schon übernommen hat, dann wird das wohl klappen, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne das klar. Nicht. Super. Dann vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Und ich würde sagen, dann schließen wir das Thema an der Stelle mal. Es sei denn, Marc, du hast noch irgendwas und ich würde mal zu den Typfragen überschwenken. Nee, mach. Es wird schon eine Frage erwartet. Ich habe es schon gesehen, weiß, ja. Und wo ich gar nicht weiß, ob unser Gast die beantworten Die muss möchte. Rein. Geht nicht anders. Die muss da rein. Genau, also Alex, wir haben immer ein paar Typfragen, also ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und die musste ich jetzt ein bisschen ausdünnen, einfach weil da normalerweise sehr musikalisch nerdige Fragen dabei sind. Jetzt habe ich es ein bisschen allgemeiner gehalten, aber so ein paar Sachen funktionieren natürlich trotzdem, nämlich zum Beispiel Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Boah. Digital. Ja, und dann natürlich die alles entscheidende Frage, die unter anderem dafür sorgt, dass Kraftwerk den Künstlern nicht den Saft abdreht. Der EQ vor oder hinter dem Kompressor? Klaus, vielleicht verstehe ich nicht die Frage. Das macht nichts, das ist nicht schlimm. Kaffee hinter. Oder Tee? Kaffee. Vinyl oder CD? Vinyl. Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Das ist ja der Horror.
Und Podcast oder Video? Videopodcast. Sehr schön. Sehr gute Antwort. Ja, ich habe mal einen Halbsatz. Ich gebe dir einen Halbsatz vor und du musst ihn einfach nur beenden. Der erste Song, den ich auf meinem Instrument gespielt habe, war? Alle meine Entchen. Wow, geil. Hat noch keiner gesagt, glaube ich, oder? Das war die Blockflöte. Ich meine, stimmt. Stimmt, ja, was kann es auch anders gewesen sein? Ich glaube, bei der Gitarre fängt man nicht mit alle meine Entchen an, aber beim Klavier und bei der Blockflöte ist das, glaube ich, so ein Standard, ne? Ja. Alexander, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Vielleicht kannst du noch zum Schluss sagen, wo man dich findet. Ja, digital bei im Internet, hier in Düsseldorf, in der Karlstadt, auf dem Kaffee oder wie auch immer. Mich findet man ganz gut. Ja, wer Lust super. Hat und noch Fragen hat oder so, kann gerne auf mich zukommen. Wie gesagt, bei LinkedIn. Genau, da werde ich hier auch nochmal im Beitrag verlinken auf unserer LinkedIn-Seite. Okay, Alexander, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns heute Morgen über das Thema zu sprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Was soll ich sagen? Es war gar nicht so trocken, wie ich ursprünglich vielleicht mal vermutet hatte, so, dass es werden könnte. Ich fand es wirklich sehr, sehr, entertaining. Ja, ja mit dieser Angst, die höre ich und spüre ich häufiger, ja, weil ich meine, unser Berufsstand scheint ein bisschen einen schlechten Ruf zu haben, aber ich kann euch wirklich sagen, außer du machst jetzt die ganze Zeit nur irgendwelche Grundbucheinträge, aber in meinem Job IP-Rechte, Urheberrecht und so weiter, es ist alles andere als trocken. Also es hat super viel Spaß gemacht, auch in eure Welt einzutauchen. Ich habe euch das im Vorgespräch schon gesagt, ich sage es jetzt auch öffentlich, ich finde das echt super, wie ihr das macht. Ich habe mir einige Folgen angeschaut. Es kommt mega sympathisch rüber, es sind tolle Themen, natürlich nerdig, aber so ein bisschen habe auch ich Dinge gefunden, die mich wirklich interessieren, und wünsche euch ein super schönes Jubiläum. Ich hätte es ja fast in die 100. geschafft, aber so wichtig ist das natürlich dann auch wieder nicht mit dem Jura. Aber wir dachten, die 99 ist auch schon ziemlich geil. Die ist super, absolut. Die ist klasse. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, Alex. Ich danke euch. Vielen, vielen lieben Dank. Mach's gut und vielleicht sehen wir uns dann nochmal im Marketing-Club. Sehr gerne. Also, alles gut für euch. Ne? Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Auch. Ciao. Ja, super Typ, ne? Absolut. Perfekt. Da er schon das Jubiläum angesprochen hat, wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, nämlich ja, nächste Woche ist es soweit, ne? Am 5. Februar. Die 100. Episode des Sound Recording Podcasts. Und zu Gast sind die beiden, deren Episoden am meisten gehört wurden innerhalb der vergangenen Jahre. Wir haben da Hans-Martin Buff am Start. The one and only. Ja, schon mit drei Podcasts in den Top 10 verweilt. Das fand ich ganz geil. Er war ja schon zum Thema, machen Mischpulte im Studio noch Sinn? Zur Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer und im allerersten Sound Recording Podcast noch außerhalb dieser Reihe mit uns beiden hier. Die gibt es ja auch noch eigentlich. Deshalb sind es ja Podcasts, gibt es ja schon mehr als 100. Nur den Wochenrückblick beziehungsweise den Podcast noch ja, nicht. Ja, genau. Und da war er auch bei mir zu Gast. Und wir haben über das Thema die Anfänge der Musikproduktion in der DAW gesprochen, was redaktionell aufbereitet wurde von uns. Das war auch echt spannend, da in dieses Thema einzutauchen. Und last but not least, wir haben auch Christoph Assmann zu Gast. Sehr cool. Der in Episode 43 mit uns über das Thema Songwriting und Arrangement am Rechner gesprochen hat. Und wir haben uns für das Jubiläum was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich ihr könnt dazu die Fragen stellen an Hans-Martin Buff und Christoph Assmann. Und könnt auch gewinnen. Und da, Klaus, liest du doch mal vor. Was verlosen wir denn? Hast du das gerade auf dem Schirm? Das ist der Wahnsinn. Ich sage dir, das ist der Wahnsinn. Also, es geht los. Es gibt zu gewinnen einmal einen Zoom H8. Jeder kennt das Teil. Ein Wahnsinns-Mehrspur-Rekorder. Kostet richtig Asche.
Dann eine Stunde Business-Analyse mit Aljoscha Sieg von Pitchback Consulting war ja vor, wie viele Episoden ist das her? 4 oder 5 oder sowas, glaube ich, war Aljoscha hier schon bei uns zu Gast. Das heißt also, unbedingt die Episode nochmal nachholen. Wer das gewinnen möchte, kann sich dann schon mal eine kleine Vorfreude darauf machen. Dann einmal ein ESI Cosmic UCAST USB-C Kondensatormikro, also ein perfektes Setup für eigene Podcast-Aufnahme oder sonstige Produktionen direkt am Rechner. Ein Rode NT1A Großmembran-Kondensatormikro. Dann 10 Studioszene-Tickets. Hat Marc ja eben am Anfang schon vorgelesen. Ja, das sind, ist auch mal ein sehr schöner Gegenwert und ist natürlich dann auch inklusive Reisebus und rausrollende Bierdosen. Die sind nicht dabei. Genau, aber, ja, also ja, VIP-Lounge-Besuch und Übernachtung im 5-Sterne-Hotel. Genau, das nicht, aber genau so trotzdem, wir lassen euch rein. dann ein 5-mal Sound and Recording-Jahres-Abo. Also tatsächlich die wunderbare Zeitung, die all diesem hier zugrunde liegt, im Jahresabo. Und ja, was muss man denn dafür tun, Marc? Genau, man muss diesen Podcast abonniert haben, entweder auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Amazon Music, keine Ahnung, was es noch für Plattformen gibt. Wir sind da überall am Start. Dann ein Screenshot machen davon, dass ihr uns folgt als Nachweis und uns eine Frage an Hans Martin und Christoph Assmann halt schicken. Also Frage, Anschrift und Screenshot per E-Mail mit dem Betreff an mit dem Betreff Jubiläum an redaktion@soundandrecording.de und gewinnen. Einsendeschluss ist Anfang nächster Woche, Montag oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Datum das ist. Ich glaube, der 31.01. und alle Gewinner werden von uns im Nachgang der Episode informiert per E-Mail. Ja, es sind ja schon ein paar Fragen eingegangen. Auch Fragen an uns, das ist, was ich ganz cool fand. Ach cool, super. Und Leute, bitte nicht nur die Adresse schicken. Genau, und nicht nur schreiben, Prognose. Nicht nur schreiben, ich will gewinnen. Ihr müsst euch auch wirklich eine Frage ausdenken. Also viele Leute, die schreiben dann einfach, ja, Adresse, Jubiläum und die Adresse. So. Nee, ihr müsst euch das schon ein bisschen ins Zeug legen. Ne? Ja, schreibt sowas wie zum Beispiel, habe ich was gewonnen? Fragezeichen. Genau, am besten jeden Tag. Ja, genau. So. Ja, und ich prognostiziere, dass du sehr viele WhatsApp-Nachrichten kriegen wirst mit Screenshots. Genau, deshalb nochmal der Hinweis, redaktion@soundandrecording.de, nicht genau. Privat, nur an dahin. Per WhatsApp, privat an meine Nummer. Also ich tausche mich sehr gerne persönlich mit euch aus, aber genau, bitte in solchen Fällen nicht meine private Nummer benutzen. Jawohl, so. Aber das wird auf jeden Fall ein Fest, ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Ja, ich mich auch. Und es wird auch ein paar Neuigkeiten geben. Ne? So. Es wird Neuigkeiten geben? Look and feel mäßig und so. Mhm. Haben wir ein bisschen was ausgedacht. Ich bin gespannt, was die Foristen so schreiben. Ich auch. ja, da redet richtig was ab. Ne? Aber wir müssen uns auch noch darüber austauschen, was wir denn da trinken. Ne? Ja, morgens um 11. Ja, das ist ja, da musst so du durch an den Tag. Ne? Im Notfall machst du dir eine Girls-Stange dahin und tust ein bisschen Apfelschorle rein. Ne? Dann sieht das auch so aus. Aber ja. Ich mach was auf. Kannst du gucken, ob du mitziehst. Ich zieh mit. Sehr gut. So. Aufreger der Woche. Jawohl. Du musst das ankündigen. Ich kann das nicht. Du kannst das nicht. So, dann fange ich mal an und halt das Thema in die Kamera. Für all die Leute, und ich schau mal mit dem Akzent hier wieder auf. So. Für alle die Leute, die zugucken, die können das hier sehen. Für alle Leute, die zuhören. Ja, Meatloaf ist gestorben. Der großartige Meatloaf ist von uns gegangen. Und du hältst gerade welche Platte das, ins Bild? Ja, die Platte Bad Out of Hell von 1977. Ist doch richtig, oder? Ich erzähle die ganze Zeit 1977 im Vorgespräch. Ja, ist richtig. Ja, ein absoluter Meilenstein, dieses Album. Und ich habe gerade eben witzigerweise festgestellt, dass die Rückseite ziemlich furchtbar davon aussieht. Das Cover vorne ist fantastisch. Ne? Also, Wahnsinn. Die Rückseite nicht so. Aber ja. Egal, die Musik darauf ist der Oberknüller. Ich meine, Meatloaf eigentlich so einer der Mitbegründer des Bombast-Rocks, kann man sagen. Ne? Ja, eigentlich so zusammen mit Queen, würde ich mal sagen. Ne? Die das so richtig in den Mainstream gebracht haben. Gab natürlich noch die ganze Progressive-Schiene, die das auch so gemacht hat, ne? Aber die das wirklich dann etabliert hat. Und ja, woran denkst du als erstes bei Meatloaf?
Also ich denke natürlich zuerst an I'd Do Anything, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe mir den Song nochmal reingezogen jetzt. Kriegt da natürlich jetzt auch Gänsehaut, weil das jede Musik, ja, die ich irgendwie mit meiner Kindheit verbinde oder meiner Jugend und die diese Zeit halt geprägt hat, finde ich halt irgendwie geil. Ne? Wir finden ja auch Backstreet Boys geil. Eben. Aber genau, ich verbinde da auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit mit meiner Tante und mit meinem Cousin und meiner Cousine, bei denen ich immer Mario Kart gezockt habe. Und wir hatten Geil. uns da, nicht Mario Kart, Super Mario Land auf dem Super Game Boy, auf dem Am Super Fernseher dann. Nintendo. Schön auf dem Fernseher. Und dabei lief eine CD, die sich nennt Rock Superstars. Eine Special Edition von 1995, die es damals bei McDonald's im Happy Meal gab. Ja, wie geil ist das? Eine Ja, CD und im Happy da, Meal. genau, und dann gab es die Songs, ja, Joe Cocker, Unchain My Heart, von den Scorpions, Still Loving You, Whitesnake, Here I Go Again, Deep Purple war drauf, Queen, Jennifer Rush und Genesis und unter anderem halt eben auch Meatloaf. Und dann, das ist so diese Zeit, die ich da mit Meatloaf verbinde, ne? Genau. Und der Ja, Song finde also. ich finde den I Do Anything auch echt geil so, ne? Also Ist er. dieses Piano-Intro ist einfach der Wahnsinn, ne? Auch mit diesen Ostinaten, ich weiß nicht, unfassbar schnell das gespielt ist, was für ein Tempo das ist. Und wenn dann die Band einsetzt, ne, mit diesen unglaublich brachialen Drums und dann dieser Musical-Flair auch irgendwie, müssten wir eigentlich jetzt in die Referenztracks aufnehmen, ne? Wäre auch mein Vorschlag gewesen, den reinzupacken und den Song, den ich gleich dann nochmal erwähne. Dann haben wir einfach diese Woche jetzt nicht den Referenzsong, weil passt ja auch dazu, dass wir jetzt im Endeffekt ja kein musikproduktionstechnisches Thema hatten. Dann verewigen wir jetzt einfach Meatloaf in unserer Songliste. Aber ich habe genau den gleichen Song, den ich primär mit Meatloaf verbinde, weil das war die Zeit, wo ich dann, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, kurz Mittag gegessen und dann um 2 Uhr auf WDR Hitclip geguckt. Das war immer eine halbstündige Sendung, die auf WDR lief. Und da liefen immer 5 Musikvideos drin. Das war die Zeit, ich weiß nicht, gab es da Viva schon? Auf jeden Fall hatten wir noch kein Viva. Das war die einzige Möglichkeit, um Musikvideos zu gucken. Und zwar jeden Tag in der Woche, dann halt immer 5 aktuelle Videos. Ja, und Meatloaf lief da halt rauf und runter. Ich meine, der Song war ja auch ganz oben in den Charts. Er nervte mich zu der Zeit, weil da war ich gerade voll im Eurodance drin. Also ich fand ihn geil, weil ich halt solche Musik früher gehört habe. Und ich kannte halt auch das Bat Out of Hell Album vorher schon, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt voll im Eurodance drin, von daher störte es mich zu dem Zeitpunkt, aber hat mich natürlich trotzdem geprägt, weil der mindestens einmal pro Woche lief. Und ja, jetzt, wenn ich ihn im Nachhinein höre, ist es natürlich erstens ein fantastischer Song, den man sich nicht in der Radio-Edit-Version, es reicht nicht in der Video-Edit-Version, antun darf, weil da fehlt ja die Hälfte. Und das gleiche Problem hat auch der Song, den ich dann auf die Playlist packen würde, nämlich Bat Out of Hell, also den Opener vom gleichnamigen Album, der auch im Radio-Edit furchtbar ist. Es fängt an mit mit diesem fetten Gitarren- und Drums-Intro. Und dann kommen halt direkt diese Pianoläufe und der Gesang und das komplette Intro fehlt. Ne? Dieses Wahnsinns-Intro von dem Song. Der ist auch, glaube ich, dann halt von, keine Ahnung, wie steht das hier drauf, wie lang der ist? Steht nicht drauf, sagen wir mal, er ist 30 Minuten lang und wurde dann auf 3 Minuten runtergekürzt. Ungefähr so. Ja. Auch das muss die lange Version sein. Die packen wir beide mal, wenn es die hoffentlich bei Spotify eine lange Version gibt, auf die Packen Playlist. wir euch Das war drauf. das Wort. Ui, ja. Wir haben heute gar keine Kategorie Referenztracks. Du hast gesagt, du willst einen Song vorstellen. Das verwirrt mich gerade. Nee, ich meinte, weil wir das mit dem Referenztrack eben nicht haben, packen wir Ach jetzt die so, zwei Songs okay. drauf. Alles klar. So. Du hast noch einen Aufreger der Woche. Ja, ich meine, Der kommt jetzt steht. richtig cool nach so Der einem. kommt jetzt richtig Da cool. ist ein Ja, ich. grandioser Musiker von uns gegangen und du kommst jetzt mit. Ja, es ist auch kein spektakulärer Aufreger, weil da regen sich im Endeffekt schon seit, ja, 2 Jahren, glaube ich, alle drüber auf, nämlich, dass die PC-Preise mittlerweile so hoch sind. Ich brauche zu diesem Zeitpunkt noch keinen neuen PC, aber es wäre schön, einen zu haben, weil mein Arbeitsrechner, in dem ich hier si sitze, der leistet mir halt seit über 10 Jahren tolle Dienste, funktioniert auch nach wie vor wunderbar, aber. Man merkt halt einfach, er ist in die Jahre gekommen. Und deshalb wäre es schön, einfach mal ein Nachfolgemodell zu kaufen. Aber einfach durch halt ja, die entsprechenden Problematiken auf dem Chipmarkt plus die Probleme,
dass durch ja, sowas wie Mining zum Beispiel die Grafikkartenpreise halt gerade jenseits von gut und böse sind, ja, würde ich das jetzt gerade noch nicht investieren. Man braucht zwar in einem reinen Audiorechner keine High-End-Grafikkarte, ich würde aber trotzdem eine, sagen wir mal, zumindest mittelmäßige Grafikkarte da reinpacken, einfach eben für sowas mal wie ein bisschen Video-Editing oder eben, wenn man dann vielleicht doch mal mehr als einen großen Monitor daran anschließen will und so weiter und so fort. Und ja, deshalb, ich gucke immer mal wieder zwischendurch so, wie sind denn gerade die Preise, aber ich kann mich gerade nicht dazu durchringen, da irgendwie mal was zu kaufen. Zum Glück ist es aber halt auch nicht zwingend notwendig. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, an diesen ganzen Lieferengpässen. Ja, ja, sicher. Also, diese ganze Chip-Problematik gerade. Ich warte schon seit 2 Monaten auf ein MIDI-Keyboard. Oh, okay, ja. Ne, ne, das ist, da gibt es wohl irgendwie Engpässe. Ne? Ja. Okay, dann haben wir noch, ja, Workflow der Woche. Was ist dein Workflow of the Week? Ja, mein Workflow of the Week ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, mache ich aber einfach trotzdem nochmal, und zwar geht den Electro One MIDI Controller. Das ist ein MIDI Controller, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt in irgendwelchen Stores zu kaufen gibt oder einfach direkt beim Hersteller. Ich habe ihn damals geordert direkt und das ist ein MIDI Controller, den man per USB anschließt. Der hat einen großen Touchscreen, darunter 12 touchsensitive Encoder. Und der ist komplett frei programmierbar über eine Web-Anwendung. Das heißt also, den hängst du per USB an deinen Rechner dran, öffnest deinen Browser und kannst den von da aus programmieren, insofern, dass du auf diesem Touchscreen halt einfach frei Controls anordnest, also zum Beispiel dir da virtuelle Buttons hinlegst, Fader, sonstige Controls und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Knobs entsprechend belegst. Die können dann beliebige MIDI-Messages rausschicken. Kannst dir zig Profile anlegen, die du direkt einfach im Gerät wechselst. Dann hat er halt 2 Hardware-MIDI-Ein- und Ausgänge plus dann eben noch via USB direkt in den Rechner rein. Und das ist halt super praktisch, wenn du so ein Multifunktionsgerät hast, wo du auch auf einem Screen direkt sehr viel siehst, wenn du damit halt verschiedenste Klangerzeuger direkt steuern willst. Das heißt, du kannst einfach am Gerät direkt die Profile wechseln und siehst halt, okay, jetzt steuere ich irgendwie den Synthesizer, jetzt den. Und siehst auch immer dann eine entsprechende Parameterbeschriftung daran. Du musst dir jetzt nicht merken, okay, das zweite Poti war jetzt Cutoff und das dritte war Resonance und was auch immer. Ne? Und, sondern du siehst es am Gerät und es ist auch insofern sehr flexibel. Das habe ich jetzt genutzt einfach für eben meine Arbeit, nämlich in Instrumentenentwicklung unter anderem, weil dann eben halt gewisse Sachen auch immer mal wieder schnell ferngesteuert werden müssen über MIDI. Und das lässt sich halt ratzfatz dann darüber machen. Einfach Browser-Codes öffnen, ein entsprechendes Control anlegen, sagen, ja, du schickst jetzt mal bitte MIDI-CC 27 raus und fupp, macht das. Ne? So schnell kriegst du das mit keinem anderen Controller hin. Höchstens vielleicht noch mit einer iPad-Anwendung und dann musst du erstmal gucken, wie du das iPad-Signal über ein angeschlossenes Audio-Interface, wo ein MIDI-Ausgang dran ist, in deinen Rechner reinroutest. Also dann irgendwie hardwaremäßig über MIDI oder über, wenn du einen Mac hast, über so ein iConnectivity-Ding. Cool. Begeisterung. So. Ich lag heute nach 2 Stunden wach. Meine Tochter wollte nach 2 Stunden nicht schlafen und wollte dabei auch nicht alleine sein. Deshalb habe ich dir gerade auch aufmerksam zugehört. Ja, da muss man dann halt auch mal wach werden. Ne? Ja, genau. Meine Katze hat diese Nacht in den Sessel gekotzt und wollte dabei nicht auch alleine schön sein. Okay, alles klar. Ich mache mal weiter. Wir waren ja letzte Woche beim Workshop mit Henning zum Thema Popsong produzieren. Mhm. Der Workshop war einfach mega geil. Ich habe da so viel mitgenommen. Und unter anderem fand ich es auch extrem geil, wo und wie oft er einfach Multiband-Kompressoren verwendet. Mhm. Ne? Und es war, hat mich dazu bewegt, auch nochmal Multiband-Kompressoren einfach öfter einzusetzen, weil ich halt auch einfach so an den Eckfrequenzen dann den Frequenzgang aufräumen. Ne, und OTT to the max. OTT habe ich mir tatsächlich auch runtergeladen. Habe ich tatsächlich gemacht. Und jetzt verstehe ich auch diesen Witz mit diesem OTT und FBI, der da so ein Meme, was da im Internet so kursiert. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Irgendwas mit OTT und FBI, ich kriege den Witz jetzt gerade nicht mehr zusammen. Aber ja, ich kenne das nur mit dem OTT, wie viel OTT braucht man, um ein schwarzes Loch zu erzeugen? Ja, genau. Mhm. Genau, das verstehe ich jetzt. Okay.
Okay, Offline-Modus. Ja. Ja, neben dem Saar-Tatort, der am Sonntag lief, wollte ich euch noch Get Back präsentieren, die Beatles-Doku auf Disney Plus. Aber da habe ich euch schon vorgestellt? Nee, ich glaube nicht, ne? Doch, ich meine ja. Habe ich schon? Egal, erzähl weiter. Ach, shit. Auf jeden Fall stelle ich sie einfach nochmal vor, weil ich sie so einfach so unglaublich geil finde, wie sie einfach auch nochmal so eine Bandhygiene zeigt. Ne? Man spricht ja immer beim Fußball, nennt man jetzt Mannschaftshygiene. Also Ne? sie Deshalb zeigt dachte ich, nichts, oder? ja, doch, doch, doch. Nee, aber auch, so, dass man nochmal so einen tiefen Einblick in die Beziehungen zueinander bekommt. Ne? Und dass man auch dann so feststellt, hey, die Beatles hatten einfach die gleichen Probleme wie jede andere Band. So, ne? So, da gibt es einen, der dem anderen sagt, was er zu spielen hat. Und der andere findet das aber halt scheiße, was er spielen soll. Und dann gibt es halt einfach Streit und man fetzt sich dann halt auch mal. Dann der eine, George Harrison, steigt ja dann auch aus. Und dann gibt es halt ein sehr interessantes Gespräch, was aufgenommen wurde während dieser Aufnahmen von, und die beiden wussten gar nichts davon, so, wo sie dann über den Ausstieg von George Harrison sprechen und jeder dann nochmal seine Ansichten da teilt, weil George Harrison nicht so ganz einverstanden war mit dem Umgang mit ihm, auch insbesondere von John Paul McCartney. Paul McCartney und ich komme mich jetzt auf, naja, egal. Auf jeden Fall finde ich das eine geile Geschichte. Wie gesagt, es ging ja dann um die Proben zu dem allerletzten Gig von den Jungs. Ursprünglich soll es dann noch eine Fernsehshow geben. Deshalb proben die auch am Anfang in einem Fernsehstudio. Man ist bei dem Moment dabei, wo Let It Be entsteht, zumindest mal der Beginn. Und man sieht auch die ganze Zeit Lynn Johns da rumflitzen, ne, der Mikrofone schiebt, an seinen Pulten sitzt. Dieses ganze Equipment, ne, dieses nostalgische Gehgefühl, was diese Doku einfach versprüht, ist einfach wirklich legendär. Und Yoko Ono sitzt halt einfach immer daneben, neben John Lennon. So, ne? Und ich muss sagen, Paul McCartney wird mir sehr unsympathisch in dieser Doku. Und Ringo Okay. Starr finde ich auf einmal mega sympathisch, mega Er ist witzig, der mega Schlagzeuger, was cool. erwartest du? Und vor allem halt auch John Lennon, dass der so witzig war, finde ich, hat mich sehr überrascht irgendwie. Und ja, und Glyn Johns ist einfach so ein cooler Typ, der würde heute auch echt so mit dem Style, wie er rumläuft, als ultra hip durchgehen. Wenn er so mit diesem Style heute rumlaufen würde. Der wäre einfach hip. Also das ist echt ein super Typ gewesen. Ich bin jetzt bei der Mitte vom zweiten Teil. Da kommt jetzt auch irgendwann Billy Preston dazu. Ich kann es einfach nur empfehlen. Also jeder sollte sich den Gratismonat bei Disney Plus besorgen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich noch mal einen aktivieren kann. Ich habe den leider schon aufgebraucht, aber An der vielleicht, E-Mail-Adresse verwenden. ja, irgendwie so war das. Ich hatte es Jennys noch mal Namen überlegt. nutzen oder so. Ja, oder das, ne? Wunderbar. Genau. Hast du einen Jo. Offline-Modus? Ja, Ach so, diese eine Woche. Frage habe ich tatsächlich Ja, noch. schieß Eine los. Frage. Ich habe nicht recherchiert, deshalb, ich habe gar keine Ahnung. Gibt es eine Verbindung zwischen Apple Corps, also dem Studio von den Beatles und dem Label zu Apple, dem Computerhersteller? Kam Ich dir habe dieser null Gedanke Ahnung. jemals? Nee, ich habe null Ahnung. Ich habe mich auch sehr, sehr wenig mit den Beatles beschäftigt, muss ich zugeben. Okay, das werde ich auf jeden Fall mal recherchieren. Das ist mir irgendwie Ja. so. Dieser Gedanke kam bei mir auf, als ich diese Doku gesehen habe, genau. Aber schieß los. Genau. Diese Woche an zwei Abenden durchgesuchtet. Neue Serie auf Netflix, Archive 81. Ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen mal aufgeploppt, wenn er Netflix gestartet hat. Man sieht dann so ein Bild von ja, so einer Steinfigur. Und ich fand den Trailer schon ziemlich cool und muss sagen, also jeder, der irgendwie ein bisschen was für ja, so Mystery-Serien, paranormales Gedöns und sowas, wer da Bock drauf hat, muss sich das unbedingt angucken. Also saugeil gemacht, die Serie. Also es wirkt im Trailer gruseliger, als es eigentlich ist. Also es hat schon eigentlich schon, es wirkt fast ein bisschen wie eine Horrorserie, die es nicht ist, sondern es ist einfach nur von der Idee her ziemlich cool, von der Umsetzung super gut. Die Darsteller sind der Knaller. Und ja, einfach der ganze Vibe darin, also auch ein bisschen, wenn man Lovecraft-Geschichten mag, da ist auch so gewisse Anteile, kann man da so ein bisschen durchschimmern sehen. Und ja, ganz dicke Empfehlung. Super. Cool, werde ich mir mal anschauen, auf jeden Fall.
Dann noch vielleicht kurz der Hinweis auf unsere nächste Online-Masterclass, die am 22.02.2022 stattfindet. Der Tag, an Wahnsinn. Dem es an dem wahrscheinlich 1000 Millionen Pärchen heiraten werden. Don, da ist bei uns Engineer und Producer Benedikt Hein zu Gast, der auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Und er zeigt, wie man einen Pop-Punk-Track mischt. Das wird super. Alle Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de/academy. Yo, der Gear Corner. Ich habe meinen Gear Corner Punkt 1 mal an den Schluss gestellt, weil darauf ja die Lesung folgt. Mhm. Deshalb schieß mal los. Ja, es gibt was Neues aus dem Hause Elgato. Und ja, über das Stream Deck haben wir schon so oft hier gesprochen, aber es hört halt einfach nicht auf. Und Elgato macht fleißig weiter mit Stream Deck-artigen Produkten. Und auch das passt irgendwie sehr gut in einen musikalischen Kontext rein, denn es gibt nämlich jetzt das Stream Deck Pedal, also ein Pedal, was mit der gleichen Stream Deck-Technologie arbeitet. Also es benutzt die gleiche Software und ja, wenn man es an den Rechner anschließt, dann ploppt es halt einfach auf wie so ein Stream Deck und kann einfach sagen, okay, die drei Pedale, die da dran sind, der eine, der macht bitte diese Tastenkombination, die andere macht irgendwie das und das und so weiter und so fort. Und es verhält sich natürlich auch wie ein Stream Deck. Das heißt also, wenn man die Anwendung wechselt, gibt es eine andere Belegung auf dem Pedal drauf. Und das ist natürlich auch gerade wieder für DAW-Anwendungen total super. Es gab ja in vielen DAWs schon die Möglichkeit zu sagen, wie, ja, ich lege mir auf irgend so ein MIDI-Fuß-Pedal, ja, Start Record, Start Stop, sonst irgendwas. Haben ja viele gemacht, die sich dann selbst aufnehmen. Über Stream Deck ist es vermutlich sogar noch mal ein Ticken einfacher. Und natürlich, man kann auch das in allen anderen Anwendungen benutzen. Zum Beispiel total super einfach, um sowas für irgendwelche Online-Tools zu benutzen, Videokonferenzen oder sowas, um sich mal zu muten oder sowas. Ne? Einfach mal kurz aufs Pedal treten und dann ist wieder Ruhe, anstatt irgendwelche Tastenkombinationen hier rumzudrücken. Und ja, Bauweise kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie, glaube ich, wie so ein, ja, so ein Gitarrenboard, wo man halt einfach drauf ballern kann und das wird ewig halten. Vermutlich nicht. Ich denke, ein bisschen fragiler ist es schon. Aber trotzdem sind halt drei frei belegbare Pedale. Interessanterweise auch kann man da drin die Sprungfedern austauschen, dass also die Pedale sich Geil. Unterschiedlich stark treten lassen. Das fand ich eine sehr interessante Idee. Der Spaß ich meine, kostet, ja. Du wolltest was sagen? Nee, ich meine nur, das Ding ist auch nicht dazu gedacht, dass besoffene Gitarristen darauf auf der Bühne rumspringen. Nee, vermutlich nicht, ne? Aber es kann ja auch mal sein, dass halt gerade wenn du im Studio unterwegs bist, dass du dann doch mal ein bisschen exzessiver da rumhantierst. Aber ja, muss man dann einfach mal sehen, ist halt gerade frisch draußen und ja, kostet um die 90 Euro. Ist, denke ich, ein okayer Preis dafür. Und ja, passenderweise gab es auch direkt noch ein Update der Stream Deck Software. Mit unter anderem endlich der Möglichkeit, Discord direkt darüber anzusteuern, was ich ewig vermisst habe. Man konnte es natürlich insofern steuern, wenn Discord im Vordergrund war. Dann kannst du die ganzen Tastenkombinationen darauf abfeuern. Aber gerade solche Kommunikationssoftware, die braucht eigentlich ein Plugin, damit eben, wenn die Anwendung nicht im Fokus ist, man sie trotzdem fernsteuern kann. Und das ist endlich möglich, dass man sich also dann in Discord zum Beispiel mal muten kann oder sowas, auch wenn Discord nicht im Fokus ist. Ja, hat lange gedauert, aber es ist endlich da. Sehr schön, Elgato. Ja, ich war eben noch mal kurz auf der Website von Elgato, weil ich mein Elgato Keylight installieren musste, um die Farbe von dem Licht einzustellen, weil ich sah eben ein bisschen nikotinmäßig aus, hast du gesagt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass so wenig Licht durchs Fenster hier gerade reinkommt. Und dann ist mir aufgefallen, dass Elgato jetzt bei diesen Audio-Interfaces für Streaming jetzt auch die Integration von Plugins erlaubt. Das heißt, man kann da beispielsweise mal schön Valhalla auf seine Stimme hauen. Ziemlich geil. Finde ich ganz cool. Du hast noch was am Start, ne? Genau. Hatten wir überhaupt mal Genelec als News hier drin? Ich weiß es gar nicht. Doch, klar. Also vielleicht mal, aber ich glaube, das muss schon ewig her sein. So, von Genelec gibt es was Neues. Und zwar, die sind ja eigentlich der traditionelle Monitorhersteller vielleicht. Also einer der allergrößten und allerwichtigsten. Und sie sind jetzt auch übergesprungen in Richtung Kopfhörer. Aber nicht, dass sie einen eigenen Kopfhörer hergestellt haben, sondern sie bieten jetzt auch ein entsprechendes Plugin an, mit dem man eben Kopfhörer-Monitoring vornehmen kann. Und eigentlich ist das so dein Fachbereich, weil du dich da schon ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigt hast. Also irgendwie, es geht ja so in Richtung Sonarworks und Ähnlichem, dass du also ein Plugin hast und du musst vorher mit deinem Smartphone
deinen Kopf mal rundherum aufnehmen. Dann wird dann so ein HLTF-Profil angelegt. Gleichzeitig gibst du dann noch an, was du für einen Kopfhörertyp verwendest. Entsprechend wird dann halt das ganze Plugin kalibriert und so weiter und so fort. Und verbunden ist das Ganze dann auch noch mit der eigenen Software von Genelec, diesem GLM Loudspeaker Manager, und da direkt drin integriert. Ja, und dann wird halt im Endeffekt dein Kopfhörer wieder entsprechend entzerrt, gemacht, getan. Erzähl mal genau, wie funktioniert solche Software? Was wird da gemacht? Ey, du hast Glück, dass ich da bei der Tourmeistertagung bei einer Präsentation genau von diesem System war, sonst könnte ich jetzt auch gar nichts dazu sagen. ja, man muss sich das eben so vorstellen, dass man da ein Lautsprechersystem sich selber simulieren lassen kann. Dazu hat man eine Matrix aus Waben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß natürlich, wie viele Waben hier sind. Eine Menge. Eine Menge auf jeden Fall. Und innerhalb dieser Waben kann man dann diese Monitore positionieren und dann halt eben auf ein bestimmtes Lautsprechersystem anpassen. Ne? Also so habe ich es zumindest verstanden. Ich kann mir doch auch vorstellen, dass es dann wahrscheinlich so mit dem GLM integriert ist. Ich mutmaß jetzt gerade nur so. Aber sagen wir mal, du hast eben dein Genelec-Setup da schon stehen und bist jetzt an einem anderen Ort. Aber dadurch, dass eben die Software untereinander kommuniziert, kann sie quasi dein Genelec-System, so wie es normalerweise im Studio ist, auf deinem Kopfhörer simulieren, oder? Weil sie ja schon weiß, welche Lautsprecher du wo positioniert hast, ne? Genau. So habe ich es zumindest mal verstanden. Ja, was eigentlich ziemlich cool ist dafür, dass du dann halt im Endeffekt, ja, du nimmst deine Arbeit mal nach Hause zum Beispiel, hängst den Kopfhörer auf und es klingt fast eigentlich so wie in deinem Studio, ne? Allerdings muss man auch sagen, Genelec lässt sich das auch ganz gut was kosten. Und zwar kostet das entweder 490 Euro jährlich oder 49 Euro monatlich. Und das ist schon eine Ansage, muss ich sagen. Ja, das finde ich, verwundert mich auch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen. Ja, ich mein, Qualität man muss, hat ihren Preis, ne? Ist eine super. Würde ich auch so sagen, cool, ja. So, aber im Grunde finde ich das auch ein bisschen viel, ja. Es ist viel, also ich denke deshalb, ja, es ist einfach ein anderer Bereich als jetzt beispielsweise in Sonarworks oder sowas. Und ja, Genelec ist, soweit ich weiß, nicht irgendwo in einem Low-Budget-Bereich unterwegs. Die sind halt ja überall höher angesiedelt. Entsprechend ist auch die Qualität. Ich denke, Leute, die halt Genelec-Lautsprecher in ihren Studios verwenden, für die ist das natürlich genau eigentlich das Ding, weil ich denke, akkurater kommst du da vermutlich nicht mehr dran als vom Hersteller selber. Und dass die halt entsprechend, was davon verstehen, Software zu entwickeln, das sieht man im Endeffekt in dem ganzen GLM-Management-System, was es ja schon lange gibt und was auch sehr gut gepflegt wird über die ganzen Lautsprechergenerationen hinweg. Und deshalb wird das bei diesem Plugin genauso sein. Es wird auch entsprechend gut angepasst und weiterentwickelt werden. Aber ja, der Preis ist eine Ansage. Genau. Ja, kommen wir zum Gear Corner Punkt 3. Alter, du schläfst gleich ein. Ich habe ein Testgerät bekommen, und zwar den Valco VMK20 Kopfhörer. Das ist Valco, V-A-L-C-O, ist ein finnischer Hersteller. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer, den man natürlich auch kabelgebunden betreiben kann. Er ist wirklich super leicht, hat ein sehr angenehmes Tragegefühl. Das hat mich sehr überrascht. Also es gibt so einen Stoff-Lederbezug hier um die Ohrpolster rum. Sound ist so ein bisschen Hi-Fi-mäßig. Der Kopfhörer ist schwarz. Die Ohrmuscheln sind außen mit so einem grauen Stoff bezogen. Da prangt auch das Logo, also beziehungsweise der Brandname. Ja, gefällt mir sehr gut. Habe ich schon gesagt, Hi-Fi-Sound, Badewannen-Sound, so der typische. Ist ein USB-Kabel noch dabei zum Aufladen. Was ja mittlerweile so gängig geworden ist, ist, dass der Adapter zum Netzstecker irgendwie fehlt, sondern das ist eigentlich, eigentlich wollte ich hier so USB-Steckdosen installieren lassen erst im Haus, aber es gibt ja auch Gott sei Dank so Adapter, wo man dann mehrere USB-Devices dran anhängen kann. Ja, kostet 169 Euro, aber das Spannende an diesem Produkt ist eigentlich das User-Manual. Ja, und bevor du daraus vorliest, eine kurze Frage nur zum, ist der eigentlich dafür gebrandet? Also wird der auch als Musiker-Kopfhörer oder als Studio-Kopfhörer angepriesen oder ist es ein reiner Hi-Fi-Kopfhörer? Ist ein Hi-Fi-Kopfhörer, aber die Marketing-
Abteilung ist auf mich zugekommen, hat gesagt, ey, willst du nicht mal reinhören? Der neue Brand aus Finnland, die machen ganz gutes Zeug. Weiß man ja auch von anderen Herstellern. Ich glaube, wir haben ja gerade auch über einen finnischen Hersteller gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, schick das Ding mal rüber. Habe ich mal reingehört und habe gesagt, ja, ich feature das mal. Ne? Ja. Und dann wollte ich das Ding halt benutzen und dachte, ja, normalerweise lese ich mir halt Gebrauchsanweisungen nicht durch. Ich lese sie mal durch. Und ich habe mir jetzt wirklich nur ein paar Punkte markiert, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Ja, lehnt euch zurück und genießt. Mache ich. Vielen Dank für dein Geld. Es wird dafür ausgegeben, sich mit dem Verkäufer zu betrinken und seine unehelichen Kinder zu ernähren. Was nach Steuern und Kindergeld übrig bleibt, wird für Übeltätigkeit verwendet. Ja. Wir empfehlen, die Kopfhörer mit dem Stirnband nach oben und die Kopfhörerteile über den Ohren zu tragen. Ach, so macht man das. Okay. Wenn du an Elephantiasis leidest oder einen ansonsten klumpigen Kopf hast, findest du möglicherweise eine andere Platzierung besser als das herkömmliche Stirnband nach oben. Wir haben auch so eine Platzierung gesehen, bei der sich ein Kopfhörer vor dem Gesicht und der andere auf dem Hinterkopf befindet. Ja. Interessant, wer macht sowas? Ja, geil. Diese sogenannte Stormtrooper-Platzierung kann zu akuter Zurückbliebenheit führen. Jetzt überlege ich, wie kommt man auf Stormtrooper-Platzierung? Wir können daher nicht empfehlen, die Kopfhörer auf diese Weise zu tragen. Ja, aber jetzt kommen eigentlich so die Kracher. Jetzt kommen erst die Kracher. Wenn du den Kopfhörer zum ersten Mal verwendest, drücke die MFB-Taste. Mittlere Taste, abgekürzt von Motherfucking-Taste. Also M-A-D-A-F-A-K-I-N. Etwa fünf Sekunden lang, bis eine tiefe und gefühlvolle Männerstimme namens Tudor Gillespie zitiert. Power on. Halte die etwas länger gedrückt, bis derselbe Mann dir mitteilt, dass er koppelt. Pairing. Und die LED-Anzeigen wie ein Polizeiauto rot und blau blinken. Ui, ui, ui. Die blinkenden Lichter bedeuten, dass die Kopfhörer zum Koppeln bereit sind, wie ein Pavian, der seinen roten hinteren Teil präsentiert. Suche im Menü deines Handys oder einer anderen Audioquelle nach dem ungewöhnlich benannten Gerät VMK20 und kopple. Sobald sich die Seelenverwandten gefunden haben, blinkt ein blaues Licht auf den Kopfhörern, um den Erfolg zu erklären. Ja. Ach, wie romantisch. Falls du nicht besonders arm bist und mehr als eine Audioquelle hast, die du an die Kopfhörer anschließen möchtest, geh wie folgt vor. Ja, bla bla bla. Dann, was ich auch geil fand, der Kundendienst von Valco bietet alle Arten von Support, von Kopfhörerproblemen bis hin zu Beziehungsschwierigkeiten. Das heißt, wenn man da anruft, dann kriegt man Beziehungsschwierigkeiten? Ich glaube auch, ja. Und dann so der letzte Satz ist so, wenn du Probleme mit der Geräuschunterdrückung hast, wende dich an den Kundendienst von Valco. Du kannst uns auch dann eine E-Mail senden, wenn dies nicht der Fall ist. Wir haben nicht sehr viele Freunde und möchten deine Freunde sein. Vor allem, wenn du irgendwo am See oder an der Küste eine schöne Villa hast, wohin wir kommen könnten, um nackt Bier zu trinken. Ja, das ist die Beschreibung, wie halt diese Anleitung entstanden ist. Nämlich so, genau so. Ne? Die haben das gemacht und dann fiel einem ein Scheiße. Morgen kommt das Produkt raus, wir haben noch keine Anleitung geschrieben. Lass mal kurz in 5 Minuten was machen, ne? Ja, und entsprechend hoch war der Pegel und dann wurde das kurz irgendwie ins iPhone diktiert und ab dafür. Ja, am Anfang dachte ich, das wäre irgendwie so ein China-Ding, was in Google oder was weiß ich wo übersetzt wurde, aber dann habe ich gemerkt, da ist ein Konzept dahinter. Ja, die 169 Euro, die das Ding kostet, lohnen sich alleine für die Gebrauchsanweisung. Ja, ich muss sagen, also prinzipiell finde ich sowas eigentlich ziemlich gut, wenn eine Anleitung eben auch locker geschrieben ist. Das haben ja auch diverse Hersteller eigentlich ganz gut drauf. Also sagen wir mal so, wenn man sich zum Beispiel mal Anleitungen anguckt, die zum Beispiel der liebe Holger Steinbrink geschrieben hat, die sind auch immer mit einem Augenzwinkern geschrieben. Das macht es einfach halt viel, viel unterhaltsamer, gerade wenn es eigentlich um trockene Thematiken geht. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn du dir irgendwie so eine Anleitung von einem alten Roland-Synthesizer anguckst, dann denkst du, oh, ja, jetzt lernst du aber gerade für die Schule, glaube ich, ne, in der Art. Ja. Nee, von daher, eigentlich ist das schon ziemlich cool so. Okay, dann würde ich sagen, wir entlassen die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich sag nochmal, Alexander, super Typ. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt habe. Doch, hast du gesagt. Habe ich gesagt? Okay, gut, alles klar.
Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zum großen Jubiläum. Denkt an das Gewinnspiel. Ne? Mhm. Frage schicken, Screenshot schicken und ab dafür. Glücklich sein, hoffentlich was gewinnen. Ja, und ansonsten vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder dabei wart. Vielen lieben Dank an dich, Marc, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank an Alex dafür, dass er uns hier so rechtlichen Beistand geleistet hat. Und genau. Nächste Woche ist die 100 dabei und dann lassen wir die Korken knallen. Ne? Bis dahin genau, so kommt's aus. Ja, kommt alle gut durch die Woche. Wir sehen uns nächste Woche und ihr seid alle dabei, hoffe ich. Und bringt alle mit und sonst auch immer. Und toll und Spaß. Oma und packt Oma und Opa ein, ab geht's. Ja, die müssen auch mitmachen und die können auch beim Gewinnspiel mitmachen und wie auch immer. Genau. Okay, dann nochmal danke an dich, Klaus. Danke an alle fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Macht's gut. Ciao.